Okay, gib. Entweder er fickt mich jetzt oder ich hab ihn gefickt. Hm? Der Punkt ist aber weg, ne? Ja. Ja, dann. GG vorbei. Ja, Digga, scheiße, hä? Das Auto steht noch hier, aber der Punkt ist weg. Ja, die haben den. Ich steig aber neu ein. Oh, ich krieg's denn wieder. Dann muss das aber so gefixt sein, das Ding. Glaube ich ihm nicht. Ja, oder ist das Ding fertig vielleicht? Hat das Ding vielleicht schon 20 Kisten? Und du kannst ja jetzt markieren. 10 Kisten. Ich würde sagen, ich habe die ganze Zeit versucht reinzuladen, weil es hier lange die Scheiße dauerte. Ich habe mit Anni Gorgel gerade geredet. Hier, das ist mein privates Auto, könnte ich das bitte fahren? Ja, so RP gemacht und dann geht's einfach nicht, Digga. Voll die Scheiße schon wieder hier. Ich hab ihn auch gar nicht verstanden. Ich hab nur Tech in meinen Ohren. Hat eben gerade geholfen, so Tech auf jeden Fall. Ich schwöre. Das war so geil, Digga. Sag ich dir. Das hat mega geholfen, hab ich gesehen. So im Ohr die ganze Zeit, dann geht's einfach mehr ab. Das war so geil. Denn 100 Messen hatten gar keine Chance in dem Zeitpunkt. Da hatte, weißt du, wie gesagt, gegen 100 Messen aggressives Pushen. Gibt es auch nicht. Pushen. Wenn man Tag nebenbei hat, hast du doch 20% mehr Damage, soweit ich weiß, gegen Westen, ne? Schwöre. Ich keine Westen mehr schwöre. Ey, Mann. Bis auf deine Mom. Muss ich mir auch gleich erstmal reinziehen, Digga. Das war geisteskrank. Das war wieder Gaming, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Ne? Ich sage dir das jetzt so, wie es ist. Wo sind die Member? Ja. Wo sind denn die Fanboys von damals? Wo sind denn die 25 Leute, die jetzt noch in der Family sind? 17, wenn ich bitten darf. 17? Ah. Warte, sind wirklich nur. Ja, 17. 17? Denkst du für mich schon? Was soll denn das? Wollen wir vielleicht mal eine 10-Mann-Fam gründen? Haben wir doch schon. Haben wir doch schon, ja. Sind eine 5-Mann-Fam, ja. Da ist recht. Ja. Und trotzdem ficken wir dann mit den halben Start. Mhm. Ist so traurig, ne? Ja, eigentlich ist es wirklich traurig, sei mir ehrlich. Aber eigentlich ist es auch cool, dass wir trotzdem Gamer sind anscheinend. Ich würde nur maximal mit meinen Stammbaum ausrüsten, dann hätte ich so viel Spaß mit denen. Was meinst du? Ja, so mal denken, wo er langläuft. Und ach so, ach so, du meinst einfach ein bisschen, ja, ein bisschen dazu gewinnen. Oh. Im Kopf, ey. Oh, Mann. War auch eine gute Green Zone Flucht von dir, glaube ich. Ich wusste nicht, dass er Green Zone ist, bin ja direkt wieder. Ich habe auch nicht geschossen extra deshalb, weil ich war mir nicht sicher. Also ich habe nicht einmal zurückgeschossen. Was war voll stark von dir, weil so hast du überlebt. Ja. So hab ich kurz überlebt, aber so habe ich eigentlich auch die Regel nicht gebrochen, weil ich mich nicht gewehrt habe in dem Moment, weißt du? Lungen, du hättest da eigentlich so fett reinhalten müssen. Ja, klar, aber ich habe gedacht, irgendwo hier ist halt die Green Zone, ich wusste nicht wo und ich habe die Einblendung nicht mitgekriegt. Das heißt, ich höre einfach auf, weil ich weiß, ich bin zu nah sowieso, weißt du? Und deswegen wäre viel zu risky gewesen. Safe Mapman war darüber, es muss sein gewesen sein. Ja, wenn ich geschossen hätte, wäre ich instant weg gewesen, glaube ich. Ja. Das wäre meine Schätzung. Also der F1er hat geschmeckt. Weiß nicht, also wenn er, ich hoffe, er hat geschmeckt, weil bisher bin ich ja noch nicht mehr reingegangen. Also, nee, niemand ist gebannt von uns. Naja, die könnt ihr auch später hochladen. Ne? Also, dann kriegst du nur eine One und Argel. Wenn die es live mitkriegen, kriegst du Bann. Ja. Okay. Zumindest waren sie nicht live dabei, sagen wir also, ja? Jojo. Das ist schon mal etwas. Oh. Willkommen, meine Ticker-Tour krieg ich doch jetzt noch in 5 Minuten fertig. Nein. Doch, noch 4 Dinger musst du abgeben. Na dann auf jeden Fall. Lul. Was machst du, dass diesen Lul? So ein Dette? Was machst du so? Das sind deine Augen wieder kein RP, was ich hier mache, oder? Aber hätten wir nicht, warte mal, Logan. Hey, lol, wir können aber den Signalstörsender dafür benutzen. Naja, sollten wir dann auch. Hab ich gemerkt, wenn wir zu wenige sind. Ja, dann machen wir ab morgen. Der wurde auch schon gezahlt. Ab morgen dann den Signali. Dann wissen wir doch schon mal Bescheid, ne? Geht ja nicht anders, willst du machen.
Ja, Und ist doch deswegen voll ist mir easy, auch wenn das gefallen. dann klappt, weil es ist ja an sich ein Auto, was du klaust, also muss damit ja auch funktionieren. Wenn Sollte nicht, es. halt scheiße, aber lol. Da guck mal einfach. Boah, aber die sind auch wirklich direkt alle Mann rein da, ne? Ja. Sturmangriff war da irgendwann einfach nur noch. Oder auf einmal sind da fünf Leute mit 100er Weste vor mir. Ich weiß, ich weiß. Das war Ich hab schwierig in dieser Gasse. Sturmangriff auf die gemacht, ey, ja. War Was das so? hast? Ich hab Sturmangriff auf die gemacht. Hey, ui. Ich auch zum Teil. Also ich habe drei Leute geholt und fast den dritten. Way Gaming. Ich mache jetzt was Geiles, das. So. Nach 15 Minuten rumstehen. Ha. Lol. Jetzt nach Purebad. Einfach der eine Cop hat einfach seine Waffe weggesteckt, den ging es Ja. gar nicht gut, Digga. Also ich ergebe mich. Ich will Mach nichts zu jetzt irgendwie tun. auf. Jungs, bitte nicht, ich hab Familie. So, jetzt gucke ich mir erstmal hier den Legendenclip an. Bitte? Kriegst du einen Clip von mir Ja. oder was? Auf Twitch? Ja, Da lol. war mal ein Schmunzler, war da drin, das war richtig. Eigentlich hat er recht. Meine Oh. Vape ist doch tot. Hey, Digga. Das heißt, es gibt öftere Raucherpausen jetzt ab sofort. Wow. Irgendwo wollen wir investieren an Mason. Paar Vapes holte. Ja. Zum Maul. So länger sitze ich da, ne? Und weniger Pausen. Das wäre halt schon ein Vorteil leider für uns. Muss ich leider Zum zugeben. Maul. Aber sehe ich es mal so, wir könnten seine Adresse rausbekommen, wir könnten ihn dann erpressen. Oh. Gaming? Okay. Haben an die Gurgel auch direkt am Anfang gescheppert, ne? Ja? Ja. Cool. Ja. Wer ist das? Den du als Intro nimmst bei YouTube, Digga. Helbin? Mit er ist Auch wieder das, was du da? weißt. Ja. Nein, das ist er doch nicht, oder? Nee, ich hab dich gerade angelogen. Lol. Natürlich ist er Hä? das. Echt? Okay. Ist er gut oder was? Nö. Der Und schlechter der gelogen. macht Videos, oder? Die Fresse Nee, messen. der macht TikTok-Content und Twitch. Ficke dich. Okay, wann? Wo? Ich gegen Maxi. Unbetreten. So ficke ich dich. Maxi kann ich nämlich wirklich ficken. Ich habe gesagt, ich gegen Maxi, so ficke Okay. ich dich. Den kann ich nämlich ficken. Maxi ist noch sehr minderjährig. Nee, das meine ich auch nicht damit. Ach so. Ne? In Arena, in Ja, Arena. da habe ich eine reelle Chance, wenn man eine Spezi nehmen könnte. Boah, ich habe jetzt eine Chance, ne? Ich habe heute gegen Maxi gespielt, ne? Ich habe auf Masons Rat gehört, mit einer Low DPI zu spielen, ne? Ich glaube, am Ende stand es 19 zu 14 oder 13. Das Die ist aber jetzt weggemacht. ekelhaft, finde ich immer wegen diesem ganzen Gekurbel, sage ich immer, was man hat die ganze Zeit, ne? Ja, Bruder, das, Digga, ich bin da an Kurbeln, ne? Ja. Oder mein Mauspad habe ich zwei Jahre nicht so hart bewegt. Deswegen, da ist man komplett am Digga. Kurbel die ganze Zeit. Genau. Und deswegen mache ich das nicht, weil ganz ehrlich, das fickt auch richtig schnell die Mauspads, wenn du kein gutes hast. Schwierig. Jetzt Weevil Underwood gleich, das ist ja hoffentlich klar. Weevil Underwood, Digga. Der Beste. So, ich hab schon gewonnen. Ahnung. Ein schnelles Ding. Ich muss auch mal ein bisschen tanken nebenbei, warte mal. Mason schickst Play das kurz noch? Was? Ich muss bei Yu-Gi-Oh! Ein bisschen taggen nehmen, weil ich Playlist Ich mache mir aber mal eine, so selber, wo nur gute drin sind. Ich höre so eine, wo so Banger drin sind und komplett Müll. Ja, dann mach mal eine Einfach schöne und dann anfangen. schickst du die mal weiter. Dann kann ich mal ein bisschen taggen, während ich mal Leute aufslice, so 12 gleichzeitig oder Ja, okay. So, warte mal. Haben wir hier irgendeine Musik, die ich gerade hören möchte? Nö. Nee. Machen wir einfach irgendwas an.
Bitte nicht so laut, ja. Ich danke dir doch ganz, ganz lieb. So, Duell ist nämlich schon wieder gewonnen. Ich muss gucken. Ach du Scheiße, jetzt habe ich bei Valentine schon. Cutscene. Digga, ich wollte nochmal angehen. Alex hat mich ja komplett geknallt. Ich wurde ja nicht vom FYB gelasert am Anfang, ne? Echt? Alex hat mich auf einer P geschossen. Oha, warum? Wann? Ich habe einen Revo bekommen und auf einmal kriege ich vom Rücken so harten Laser, dass ich nur noch rotes Leben habe. Und dann bin ich durch FYB gestorben. Statement, Alex? FYB, man kurbelt. Ich hab grad reingeladen, wie du in einem Clip sogar bei Alex, doch bei Alex gesehen. Du hast mir 4 Headshots gegeben. Ich war auf 1 AP. Er starrt, glaub ich. Was machen wir? War echt ein cooler Fight, Digga. Ich sehe, dass man mit komplett gelasert wurde, geil. Also, was macht ihr? Stark, Digga. Hey, ich frage, ich da. Ich war ja, alles gut. Ist nicht erwähnenswert. Er ist natürlich einen Clipper geguckt, hat er gesagt, dann musst du lachen. Du hast mich halt komplett weggekurbelt, nein, schon der Gegner, zum Schluss. Was? Ich hab dich nicht weggekurbelt, nein. Doch, hast du. Ich hab einen Clip. Ich hab von hinten Schüsse bekommen. Okay, bitte zeig mir mal den Clip. Gut. So. Also, Allzeit ist ready, ne, FC. Ich stimme. Aber warte, nee, das ist das falsch, ne? Was? Ich gucken, hast du es schon? Das ist schon zu wenig. Muss noch ein Clip weiter vor. Nein, das ist der ganze Clip. Lügen. Doch, das ist der ganze. Kurz vor Ende, mein Mason. Vorgestorben. Ja, kurz vor Ende. Komm noch einer. Ja. Sagen hinter direkt eigentlich. Okay. Also erst mal oben. Lass oben. Ja, hinter uns auch noch einer mit dem weißen. Ach, der geil, VDM. Killt den mal im. Ja, ja, geht immer. Ja, das dauert. Ach gut, da lasern wir noch kurz auf die Bäume. Ja, mach, alles gut. Wenn dann kommt. Lass mal bitte schnell laden, Bruder. Ich bin dabei! Ich kann noch nicht, ich muss wieder raus. Raus, raus. Rein. Digga, ja, wieder mehr. Das sind, Digga, ich bin tot. Nee, guck. Nee, doch nicht, hä? Aber wo kamen die Schüsse? Waren die auf dem Dach oder was? Hier, da, die. Ja, die waren woanders. Keine Ahnung. Ich bin tot. Okay. Schon sagen, als wenn, Alex sich, nein, nicht in meiner Animation, ich kam ja viel zu spät raus auch. Ich konnte ja dann Waffe nicht in der Hand nehmen und alles das Dreck halt und nur einlädst nebenbei. Deswegen habe ich gefragt, ob ich einfach mitschießen soll, wäre jetzt schlauer gewesen. Ich bin kein Verräter. Stop the cap. Stop the cap. Da war der Clip. Nur noch Gucci, Bratter, nicht doch nur noch Gucci. Was ne Lüge. Nur noch okay. Adidas, du kriegst nur noch Adidas. Ich trage kein Adidas. Hey, Spieler Adidas Nike stehst du. Hey, ich trage Nike. Nee, ich weiß. Du hast 100 Nike Air. Ich hab ein Nike T-Shirt an. Strümpfe besitze ich gerade nicht. Du hast 100 Likes mehr? 100 Nike Air. 100 Nike Air. Ey, Bruder, also das Einzige, guck dich mal an, dein Outfit ist nur ein Hundescheiß wert. Jetzt so böse. Das Einzige, was ich von Adidas habe, ist eine Cap. Oh, Adidas Cap. Machen so krank, wie soll ich sagen, Limited-Schuhe, so, Digga, Ultra Boost Limited und so, so krank, Digga, von denen. Aber so die Kleidung, muss ich sagen, geht so. Ich hab ich hab Adidas Sport-T-Shirts, aber mehr auch nicht. Nike-Kleidung finde ich auch, geht so. Ich weiß. Nike-Schuhe finde ich aber auch nice. Ich trage voll Erstlingsschuhe. Nein. Nike hat so zum Beispiel Air Force One Limited Edition Baby Blau, die ich mir aus Amerika für 295€ gezogen habe. Wow. Resale, wow, gibt's nur 17 Stück von, wow. Deswegen dachte ich, warum nicht? Was? Nee. 17 Stück gibt's von denen? Nee, ich habe einige Paare von Nike, wovon es nur unter 20 gibt. Was? Als das Arbeit, achso, dein Read. Ich hab halt Dings gemacht, ich hab halt nicht, ich kauf halt oft Designer, ich kauf halt nicht Designer direkt, sondern zum Beispiel, ich hab einen Hoodie von Nike, das ist so ein Oversize-Hoodie von 1980, glaube ich, oder so.
Der hat oben am Hals, so genau am Hals, ganz weit oben, hat der einfach nur so ein kleines Nike-Zeichen, sonst ist alles halt einfach nur clean. Einfach ganz normaler Baumwollstoff, so easy. Aber halt so ein Drop-Shoulder, also ein Oversize. Und der, den gibt es nur noch, ich glaube, 40, 50 Mal oder so. Und den hat einer halt in seinem Lager noch gefunden, so mäßig, und meinte dann so, ja, könnt halt eigentlich easy kaufen. Der habe ich mir 110 Euro oder so gezogen, ist jetzt einfach 480 Euro wert. Also noch nicht. Digga. Deswegen meine ich halt, ich trage halt Off-Design. Also ich trage nichts so normal Adidas oder sowas. Ich trage immer nur so Sachen, die ich mir irgendwie limited irgendwo gezogen habe. Weil es hat halt kein anderer, Digga, weißt du? Finde ich cooler. Ja. Weiß ich nicht. Fühle ich mehr. Deswegen, aber man muss wissen, wo man es herkriegt für einen guten Preis. Und ich kenne halt ein paar Kontakte zu ein paar Leuten. Und da kriege ich dann immer eine Nachricht, wenn die was Neues haben. Und dann schicke ich denen über meine E-Mail-Adresse halt, ob ich haben will oder nicht. Und dann legen die mir das direkt zurück. Dann melde ich mich auf der Seite an, wo alle anderen dann halt bei dem Drop sich anmelden müssen. Und für mich sind die Sachen dann so oder so auf Lager sozusagen. Weil ich einen eigenen Account habe. Oh. Ja, ja. Also zum Beispiel, kennst du von diesem YouTuber aus Deutschland, Justin? Diesen Peso-Klo? Ja. Sowas hat er zum Beispiel auch. Also so eine Sachen auch für ein bisschen weniger. Das ist halt sehr, sehr geil. Der ist befreundet mit diesem Justin. Ah. Ja, ich kenne ihn nicht. Also du möchtest ein paar Fan-Klamotten spenden an uns, hab ich gehört. Digga, ich hab schon damals gesagt, wenn mir irgendwer mit meiner kleinen Twitch-Größe anbieten würde, Merch zu machen, weil die meisten machen ja ab 100 Followern schon Merch und sowas, um da halt Geld dran zu machen, fühle ich halt nicht, weil, sage ich euch ganz genau warum, wenn ich nicht ein bisschen Cash habe, was ich vorsetzen kann, dass ich sagen kann, ich möchte halt einen eigenen Produzenten bezahlen, der da coole Klamotten von macht, nicht sowas wie Shirtinator oder so ein Dreck, Digga, die da irgendwelche übelst scheiß billigen Kackstoffe nehmen, egal wie viel du zahlst, Digga, und jeder kriegt übel das Drecksshirt, was nach einem Jahr verwaschen ist, Digga, ich kann meine Eier lenken. So, da nehme ich lieber einen, keine Ahnung, jemanden, den ich, sag ich mal, das Dreifache dafür zahle, aber halt, dann kriegt ihr, also würdet ihr später zum Beispiel halt auch so, was ich halt im echten Leben trage, so halt, so ganz entspannte Oversize, so Hänger-Hoodies halt einfach, so nice Jogginghosen, Digga, keine Ahnung, was es noch so alles gibt, was man so mit geilen Stoffen machen kann, so vielleicht auch also so Caps und so fühle ich halt selber schon, aber irgendwie nur so blanke, jetzt weißt du, was ich meine, so nichts dran ist eigentlich. Und deswegen weiß ich nicht, mein Logo und so ist viel zu hart, um es auf einen Hoodie zu machen, deswegen würde ich sowas nie machen. Ich würde nur irgendwie so einen kleinen Phrase oder so, einfach nur den Namen irgendwo ganz klein unten hin und dafür einfach, dass der Hoodie aussieht wie so ein Designer-Ding, weißt du? Das wäre so mein Ziel. Und dafür bräuchte ich erstmal halt ein bisschen Größe und Rückhalt, damit ich das machen kann. Vorher will ich halt nichts rausbringen, weil ich würde die Scheiße nicht mal selber anziehen. sag ich dir ehrlich. Erst wenn ich wirklich zufrieden mit der Quali und so bin und ich Proben gekriegt habe und das alle kriegen, Digga, und ich sage, ja, Digga, das ist sick. So, dann würde ich Merch rausbringen und sagen auf jeden, Digga, das ziehe ich auch selber jeden Tag im Streamer. Dann mache ich meinetwegen auch kurz Webcam auf meinen Penis an, damit ihr auch meine Jogginghose seht. Und so. Digga, was? Ist okay. Die Handcam auch nicht. Naja, es ist halt, na, ich meine, halt steht dann einfach so hier rum und zeige euch jetzt die Jogginghose und den Hoodie und so. Aber ihr könnt euren Kopf nicht sehen, ne? So wie immer. Oder soll ich einfach trotzdem, also ich meine, ich kann mal, weil ich hab mich eh schon geleakt, so. Nein. Aber, also nein, natürlich. Hä, ich nicht? Jeder, weil, klar, weißt du, wie ich aussehe, natürlich, du warst dabei. Nein. Mason, Lügen MRP oder was? Ja, der lügt. Wann soll das bitte schön gewesen sein? Das war vor 2 Monaten oder so, oder Mason? Sag mal ehrlich. Warst du vor 2 Monaten aktiv? Ja, so ungefähr. 2 vielleicht sogar länger? Oder würdest du sagen kürzer? Nee, länger werden, oder? Länger. Ja. Das passt perfekt eigentlich. Eigentlich 2 würde ich auch sagen. 2 Monate ja, ungefähr. Ich gucke jetzt im Chatverlauf nach, du Andy. Da habe ich Moritz, ich glaube allen, die im Chat waren, habe ich eine Privatnachricht geschickt, ne? Wenn mich nicht irre. Und meinte, jeder, der dabei war, kann sich halt geehrt fühlen, der hat es halt gesehen, der Rest brauchst halt nicht. Also, ist okay. Ja, danke dir. Aber warum so viel Verlauf schon wieder? Wir Gamer sind wir beide. Digga, du kannst wirklich 70% dieses Verlaufs von uns angucken. Das hat nichts zu tun mit, oh, Ari meldet sich nicht, Moritz ist ein Hund, das und das. Das hat nichts damit zu tun. Soll ich sagen, womit es zu tun hat? Mit Gesprächen, die ich führe und mich totlache und mute und dir schreibe. Jedes Mal.
Irgendwer schreit mich an, Eliza oder wie die hieß, Digga. Ich schreib dir nebenbei, kann ich mehr, Digga. Ich kann nicht mehr, ich muss mich hochladen. Ganz weiter. Oh Mann. Ich so, Hilfe, genau. Bitte. Du hattest es aber gelöscht gehabt. Nein, 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 nein. Ich hab nichts gelöscht. Moses hat es auch noch, sehe ich auch noch in dem Verlauf. Soll ich es schicken oder was nochmal? Ne, warte, hier hab ich's, glaube ich. Jetzt bin ich kurz davor. Link hat bei Mai, ja, ja, macht gar keinen Sinn. Hier, am 16.06. Ja, auf jeden Fall. Also hier, ja, hier war gerade eine Karte. Hier ist es immer Link und so ein Scheiß, aber es macht gar keinen Sinn. Aber so ist das leider. So, was, Mason? Am 16.06. Ey, ha, wow, wow, mehr als zwei Monate. Guck mal, wir beide sind gar nicht so dumm. Also egal, was die anderen sagen. Oder ich war dann wohl nicht da. Sind so viele Karten drin, die hier nicht reingehören. In diesen Decks. Link, Fusion, die nicht reingehören und sowas. Also für meinen Stream gerade. Macht gar keinen Sinn. Brauchen Spezi, Money. Ich weiß. Ich müsste mal wieder rumgucken. War nicht der Waffenladen links am Highway? Der nicht gut für Spezi Money? Da war noch Westen aus, aber Spezi Money nicht. Das ist gut. Echt hat er ja ein bisschen was. 1,350 pro Spezi Stack. Wir haben damals 1,4 bei Rock'n'Roller gezahlt. Eier lenken können die. Aber gar nicht so teuer. Du kriegst einfach 27.000 Schuss für 200k. Gar nicht so übertrieben. Und der Preis ist schon teuer. Mm. Hm? Aber dann schieße ich mal kurz was man nicht schießen kann, weißt du? Mit einer MK2, oder? Ja, richtig, ne? 3,9, Alter. Also, Aiden hat jetzt 3847 Stunden im Stream verbracht. Ja, der ist halt auch komisch gefahren. Ja, der Stream gefangen ist, fuck, Digga. Egal, wenn's hochkommt, hab ich 20 Stunden. Ja, aber dass du auch schon 27 Tage dabei bist, White Light, boah. Hast du nicht oft im Chat was gemacht, so große Chat da getan? Digga, hast du ein Leben? Schwierig. Ganz schwierige Frage. Digga, ich bin so fett Adrian nachher. 3 Jahre und 9 Tage folgt mir, Tiger. Da hab ich meinen Account fast gegründet, Digga. Schon hart. Dass er sich nicht schämt. Naja, was heißt schämen? Erst seit. Tiger, weißt du noch, seit welcher Followerzahl du dabei bist? Weil ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass Tammy irgendwie bei unter 100 auf jeden Fall schon dabei war, bei 50 oder 60 oder sowas. 87? Ah. Siehst du, er war bei 87 Followern dabei und ist jetzt immer noch da, Digga. Das ist schon totgefangen. Es ist Jahre übergreifend gefangen. Crazy, oder? Ich hoffe, er hat Twitch Prime bei dir, ne? Ein Sub da gelassen. Nee, war nicht aktiv dabei, aber du hast wahrscheinlich ein bisschen gelurkt, wenn du drin warst. Mhm. Viele schreiben ja nichts. Aber ich auch. Also ich bin selber so, ich hasse es, in Streams zu schreiben. Keine Ahnung. Mace, du liebst es. Ich kann den Stream nicht öffnen. Wegen mein Dings. Internet, ich kann nebenbei nicht mehr anhaben. Was soll das denn? Also, was soll Aiden jetzt? Aiden, was soll das? Schusscall? Ich wollte nur sagen. Achso, Schusscall. Freunde für immer und ewig. Aden aus dem Osten. Ich kann dich aus der Gefangenschaft retten, wenn du willst. Oha. White Light. Ich sag's gar nicht. Keiner kann mich aus dieser Gefangenschaft retten. Konnte bisher noch keiner, ne? Glaub mir, mein PC, so wie auch der Stream ist 24-7 am Laufen. Ich bin in der ersten Sekunde, sobald das Stream angeht, bin ich bei ihm drin. Okay. Ach, damals ehrlich, ich hatte eine Tryhard-Zeit, wo ich Sommerferien hatte und die. Nicht Sommerferien. Ich hatte die letzten. Was waren das? Die letzte Zeit von meinem. Wo ich mein Abi fertig hatte. Dann habe ich da hat man ja noch so zwei, drei Monate Zeit zu chillen, noch bevor das Leben so wirklich losgeht. Und in der Zeit habe ich mir auf dem PC eine BMP-Datei erstellt. Das ist eine Exe sozusagen, die du öffnest. Oh. Lol, Leute. Leute, lol. Hey, danke, Digi, für deinen Prime-Star. Bitte. Mann. Bitte. Danke, danke. Warte, wo war ich jetzt? Abi-Zeit. Abi-Zeit, danach gechillt, dann einfach
übelst am Durchzocken gewesen und dann habe ich nebenbei einfach, wo ich Spiele gezockt habe und jemand anders hat Spiele gespielt hat, die ich mir zu der Zeit, weil ich war noch ein junger Sohn, ich habe noch nicht viel, also ich habe halt alles, was ich verarbeitet habe in der Zeit, habe ich wieder ausgegeben für PC und Konsolen und sonst sowas und Fernseher und alles, ne? So, und dann, das heißt, ich konnte nicht so viel ausgeben. Man dachte mir dann einfach, easy, ich spiele einfach meine Games, wo ich Bock drauf habe, spiele so LOL oder so mit Jorm. Haben nebenbei immer eine BMP-Datei programmiert zu der Zeit, weil ich damals ein kleiner Programmierer schon war. Die öffnet sich dann halt, wenn ich den PC starte und checkt auf einer Verbindung zu twitch.tv/lyric damals bei mir. Das war mein Lieblingsstream aus Amerika. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meinen PC gestartet habe, ist im Hintergrund eine Datei halt aufgegangen. Die hat dann nach dem Stream, nach dem Twitch live geguckt. Und wenn er live war, wurde die Übertragung auf ein extra Fenster einfach bei mir so hingeknallt. Und dann konnte ich das nochmal hinziehen, wo ich wollte. Das lief bei mir auch genauso wie bei dir. Ich lief sozusagen, lief der bei mir. So hart. Ja, nur laufe bei dir halt bei mir auch YouTube-Videos rauf und runter. Ja, ja, okay, das ist natürlich. Ich merke auch, es gibt irgendwie mehr Interessenten an den Wots jetzt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwie manche Leute, also manche Spiele interessieren Leute wohl echt krass und manche interessieren die Leute gar nicht. Also wirklich absolut. Selbst egal, ob ich die spiele oder nicht und ob das dann halt so, ob man den Streamer oder YouTuber oder was weiß ich in dem Moment mag, ist völlig egal. So, du guckst es dir nicht an, weil das ist einfach so, zum Beispiel Aragami 1. So, guck keinen Sack an. Guck keinen Sack an. Das ist, oder was, worauf hatte ich geklickt? Assassin's Creed Teile. Guck keinen Sack. Macht einfach keiner. So, weil es interessiert nicht. Und deswegen, aber ich wollte halt als Archiv haben, das habe ich jetzt. Das ist ja das Entspannte. Und jedes Game, was ich halt später nochmal sehen will oder beantworten will, die Frage mit, hast du es gespielt, geh auf meinen Watch-Channel oder so, dann kannst du es dir angucken. So, dann passt das. Dann brauche ich es nämlich nicht nochmal spielen, wenn ich da keinen Bock habe. Bin ich euch keiner Rechenschaft schuldig. Außer es kommt in einem 24-Stunden-Stream. Digga, ich glaube, wir machen zusammen einfach eine 4-Stunden-Sleep-Pause oder so. Du rufst mich dann an die ganze Zeit und dann geht's einfach weiter, weißt du? Das ist viel geiler und dann können wir auch länger noch streamen, weil nachdem ich kurz gepennt habe, bin ich so fit wieder, falls du das weißt. Mhm. Dann kann ich ja wieder 10 bis, boah, ich kann auch länger durchziehen. Das weißt du selber. Das war aber bei mir ja auch so beim ersten Stream so, ja, ja. Ah, 4 Stunden, nee, ich bin wieder bei. Nee, aber die Aufteilung ist schwierig und ich sag's dir wirklich ehrlich, einen 24-Stunden-Stream, einen vernünftigen zu machen, ist das Schwierigste, was es gibt, finde ich, bisher beim Stream für mich, weil... Ja. Du machst die zwar, aber du machst sie ja nach Interesse, was du sehen willst, ne? Ich konnte den letzten ja nicht richtig machen, weil ich halt wirklich mehr Multiplayer haben wollte, aber halt auf Rune arbeiten musste und auf Yomi kein Verlass war. Das heißt, es war, die meisten sind schon mal durchgeflogen so. Und ich dachte mir, sowas wie Ghost of Tsushima, was du so oder so suchten würdest, das hält dich höchstens noch auf Trab, weil es halt... Ja, halt, das ist das Problem. Das ist, du musst halt beidseitig sehen, hast ja beim letzten Stream hast du halt auch gefragt, hast du mich ja vorher auch gefragt, was ich davon halte, so von vielen so Einteilungen, meinte ja auch so, boah, ich glaube, da werde ich richtig müde, wenn man mich da allein lässt und da, und dann hast du immer darauf reagiert, hast die dann rausgenommen oder geändert oder so. Aber das Problem ist, ich merke das ja auch nicht, weil ich die anderen Spiele noch nicht voll gespielt habe. Und ich sag dir ehrlich, Aragami 2 zum Beispiel hat Bock gemacht. Aktiv war ich dabei, war wach, du warst wach, wir haben Bock gehabt. So. Dann zum Beispiel, was war... Ich hab mal ein bisschen leise auf. Ghost of Tsushima ist ein ultra krasses Game, aber, guck mal, auch hier wieder XZ-Karte bei ihr gefunden. Ist aber auch geil. Ja, aber halt die neueren Karten sind. Ja, ich weiß, aber es hat mir auch schon im Chat gefragt hat. Ja, sie hat übel die komischen auch einfach Pendulum-Karten und so ein Dreck. Deswegen. Ja, alles easy. Naja. Ja, aber bei einem 24-Stunden-Stream merke ich immer wieder, dass so Singleplayer-Games sind geil. Ja. Aber das funktioniert nicht, habe ich gemerkt. Auf On the Long Run funktioniert das nicht mit Singleplayer-Games. Entweder man lässt mich am Anfang direkt 3 Stunden und dann nochmal 2 oder so irgendwelche Singleplayer-Games spielen und das war's so und dann gar keine Singleplayer mehr, weil sonst werde ich einfach zu müde, weil das Problem ist, Singleplayer bedeutet keiner redet mit dir und das, was einen wach hält beim 24-Stunden-Stream, was Herr Torben und du auch noch nicht so ganz aufgenommen haben, sind die anderen. Du musst reden, du musst interagieren miteinander, dadurch wirst du wach und dadurch, dass du halt die ganze Zeit Multiplayer zockst, hilft das, weißt du? Und entweder Koop oder Multiplayer ist das Beste für einen 24-Stunden-Stream. Alles andere ist echt ein bisschen schwierig. Darf ich dich dann an den letzten, an den vorletzten 24-Stunden-Stream erinnern bei Monster Hunter? Hey Leute, ich mache kurz was zum Essen.
Das war auf der Couch gepennt. Das war, ach ja, 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 aber das war auch, weil ich gegessen habe während des Streams. Das mache ich ja sonst nicht. Ja, das habe ich gesagt. Sonst bin ich ja 24 Mann. Stunden essensfrei dann, einfach. Das passt mir. Aber das war trotzdem so geil. So. Ich und Tommy so, der ist safe am Pennen. Ich so, nee, der ist safe nicht am Pennen. Ich glaube, der hat sich nur irgendwo hingechillt. Nee, der ist am Ja, Pennen. Nee, ich war ja auch nicht so ganz am Pennen. Ich habe euch das ja erzählt. Du warst am Nicken. Nein, auch nicht am Nicken. Du hast das immer noch nicht verstanden. Ich habe mich nicht hingelegt. Ich lag nicht. Ich saß vor meinem Essen am Tisch auf dem Sofa und hab dann mein Essen angeguckt. Hab dann mein Besteck so hingelegt, hab dann meine Arme auf meinen Knien so ausgeruht, weißt du, und bin so immer weiter nach vorne gesackt, bis ich so im Sitzen einfach nur so gedöst hab und gekämpft und ungefähr 45 Minuten oder so die ganze Zeit, bis ich keine Erinnerung mehr hab und genau im Sitzen wieder irgendwann erwacht bin, so mäßig, so eine Stunde später oder was das war oder zwei. Digga, das war geisteskrank. Das war, ich dachte so, Junge, ist mir noch nie passiert, dass ich so eingekackt bin, das war nur vom Essen, Digga. So krank, ich esse nie wieder, bei so langen Streams macht gar keinen Sinn. Ja, nee, wie schon gesagt, Essen ist absolut tödlich, weil dein Magen arbeitet. Und wenn dein Magen arbeitet, dann Kocherfahrung, und das ist einfach normale Erfahrung. Einfach naja, dann wird man halt müder. Ja. Körper wird geschwächt, weil er woanders Energie braucht. Das ist halt einfach so. Ja, richtig, ne? Man glaubt es gar nicht, aber Verdauung ist extrem anstrengend. Also Verdauung ist extrem anstrengend. Weißt du, ich kann da nicht mitreden. Ich mach da nie mit bei den Streams. Ja. Ich schlaf dann lieber, ja. Mach ein bisschen GDR. Mason will ja 24 Stunden Fortnite mit dir zocken, aber der Pizza. Hört er eh nicht, Digga, hört er eh nicht. Ich wollte gerade sagen, er macht einen Schwachen. Digga, ihr wisst nicht, wie witzig das ist, wenn mit zwei Kindern jede Runde neue. Nicht mit denen Fortnite zu spielen. Nicht Squad. Doch, das ist so witzig. Nein. Duos, wenn das wahre in jedem Battle Royale alles andere macht. Dann halt du, ist mir egal. Und das Squad ist auch richtig witzig manchmal. Außer, dass halt so ein 18-jährigen Türken, der denkt, er ist es, weil er ein bisschen bauen kann, so, ne? Gibt's halt auch. Hä, einfach kein Bauen anmachen, dann 24 Stunden. Ja, ist mir egal, ne? Weil dann kann ich wirklich was machen in dem Game. Wer weiß es mir jetzt. Nee, 12 oder 24 Stunden Stream muss er anmelden, dann ist okay. Machen wir das. Das ist hart von dir, das hätte ich nicht erwartet gerade. Oder gibt es halt Punkte aus, dass du dir ein Spiel aussuchst für die Zukunft, dann kommt das halt nach dem Spiel, was jetzt gerade läuft, das wird aber natürlich ein bisschen länger noch dauern, die beiden Spiele, die jetzt gerade laufen. Ich frag mich ja mehr, wie weit mich aus der Gefangenschaft befreit hätte. Hä? Ja, meinte ja so, Tiger, ich kann dich aus der Gefangenschaft retten. Achso, ja, soll er mal sagen, kann er? Digga, es gibt neue Klamotten, ist das geil. Wird er schon schlafen? Der ist safe, Pen. Warum bist du schlafen? Was soll das? Hallo, wach auf. Hallo, wach auf. Das ist ein dritten Twitch-Stream hier gerade. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr da. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Rune nebenbei am Sleepen ist. Rune ist am Sleepen? Also, ja, es ist in auch ein angehender Rentner, wenn man ja lesen. Rune ist einfach ich in Jünger. Wie alt ist Rune eigentlich? Ich in Jünger. Ja, wie alt bist du? 40? Ja. Nee, warte, du bist irgendwas mit 26, oder? Nein. Du verwechselst mich gerade mit Logan. Ich bin 26 geworden dieses Jahr, ja. Nee, Aiden ist ja jünger, du bist 22. What? Nein, 24. Ach, so ein kleiner Butschi ist er doch nicht. 24 bist du. Es wäre schön, nochmal 22 zu sein, ey. 24 oder 25, sage ich. Was ist euch die Antwort? Muss ich erst googeln? Schön wäre nochmal 16 zu sein mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ich bin so ein Gott dann einfach in dem Alter. Okay. Ich pull jede Tante auf 16 Jahren, die ich will, Digga. Also muss das gerade sein? Also ich finde das ja nicht so toll, dass du das so als erwachsener Mann sagst. Also, ne? Als 16-Jähriger würde ich damals die 16-jährige Freundin, die ich damals hatte, Digga, ich würde so pullen, alles, was da rumläuft. Ich würde nicht so pullen, ich würde einfach die Masse, die ich damals hatte, einfach, ich würde einfach trainieren gehen, wenn ich das heutzutage gewissen mit 16 mitnehmen könnte. Nee, würdest du nicht, weil deine Persönlichkeit immer noch aussagt, nee, Digga, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die Kacke, das würdest du auch nicht lange durchziehen. Manche Leute sind für geschaffen, viele eher nicht und ich bin's auch nicht. Ich habe eher Bock drauf, selber mal mit Kollegen rauszugehen, ein bisschen so rumzuradeln oder was weiß ich, irgendwie mal so ein bisschen so sportliche Sachen zu machen, als irgendwie mich jeden Tag abzuschwitzen in einem Gym mit anderen dummen Geringverdienern. Also jetzt persönlich ich, ne? Ich, ja? Also... Ich möchte nur meine Lunge zerstören. Ja, verstehe ich auch. Okay. Ich bin genauso wie du gewesen, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Wie sagt der eins sein Opa? Rauchst, stirbst. Rauchst nicht,
stirbst auch. Auch. So, wie sagte eins mein Bruder? Saufen, ich hab eine Camel-Schachtel am Gulli gefunden, wollen wir die rauchen? Ah, oh, Digga, ich bin 12 Jahre alt. Natürlich setzen wir uns jetzt auf den Baum und rauchen die komplette Schachtel. Ich bin Gamer gewesen damit schon, mein Bruder und ich. Und dann danach kam er nochmal irgendwann. Ich hab wieder Ketten. Cool. Und dann so, komm, lass uns rauchen. Wieder in unserem Baumhaus, was wir uns damals gebaut haben. Wir sind ja so Nature Boys. Wir waren ja viel im Wald und haben uns so Baumhäuser illegale gebaut und so mit so Verbindungen oben in den Baumkronen und so übel gefährliche Scheiße. Du hast ja auf jeden Fall, das kann ich sowas von sagen, das Geld legit achieved. Nee, das ist übertragen vom alten Game. Echt? Ja, ja, das hast du den Wert nicht gestern beim alten Game gesehen, du Affi? Und das und den kriegst du von den Duellanten-Herausforderungen so schnell. Das ist gerade kein Family-Friendly-Stream. Hurensohn. Oh, hat er nicht gesagt. Ich brauche noch, wie viel? 4 Duplikate? Guck mal, 4 Duplikate noch bei Mai. Und dann haben wir alle von Mai. Genau wie von Opi. Ich hab gestern schon mein ganzes Geld dafür, ich schmeiß das einfach raus, weil ich kann nichts machen gegen die, ne? Gestern, Kaiba gegen Yugi, hat ich bis 6 Uhr gedauert. Da war ich ja noch. Es hat dabei. Bis 6 Uhr gedauert. Ich war ja noch dabei. So, Leute, ich bin offline. Leute, gute Nacht, Leute. Gute Nacht, gute Nacht. Ne? Bis morgen. Vom gut, ne? Funktioniert ja auch Turf, ne? Ja, genau. In deinem Traum funktioniert heute Nacht noch Turf, aber morgen überlegen wir uns. So. Wieso? Ich hab genau wie gestern. Wir sind nur so. Ja, ich geh dann jetzt. Ja, ja. Dann so. Hallo, ich will jetzt gehen. Ich so, ja, dann geh doch. Und dann so, ich kann nicht. Und dann so, wieso? Ich fahr herunter, aber ich höre dich immer noch. Naja, geh jetzt. Und dann so, ja, ich geh jetzt hoffentlich. So, tschüss. Und dann einfach so. So ist das immer besser. So, ich hab mir das Game jetzt auch gekauft. Gaming. Ein Duplikat noch. Vor allem das Game, wie ich dieses Game gekauft habe, also gestern, das hat mir 12 Euro gekostet. Jetzt kostet es nur 6, ich bereue es irgendwie. Hä? Wieso kostet es heute 6? Ja, weil es auf Instant Gaming jetzt irgendwie noch billiger geworden ist. Was? So Höllen Gaming? Ja, ich denke so, ja, easy, 12 Euro für das Game kannst du zahlen, so, weil auf Steam hat es ja wieder fast 40 gekostet, so 30 oder irgendwie sowas, so 27 irgendwas. Ja. Yeah, yeah. Und dann schaue ich so auf Instant Game, hey, 12 Euro erstmal so, das die Hälfte noch ein bisschen billiger und heute sehe ich es für 6. Also, wenn ich es heute gekauft hätte, für die 12 Euro hätte ich uns beide das umgehen. Jetzt habe ich 18 Euro ausgegeben. Oh, ja. Theoretisch hätte ich es Yobi auch kaufen können, sozusagen. Der. Sozusagen. Der Gamer, der pennt ja, ne? Ja. Alter, außer er ist heute mal im Stream, er würde mal was schreiben, dann können wir mal spielen. So, ich bin fertig mit Mai, sehr gut. Jetzt will ich gucken, was für Deck-Dinger ich habe hier von ihr. Wie schon gesagt, hier nur ich und Dings sind drin. Nur wieder wahrscheinlich zwei Bots, die dann Rune oder Dings wieder wegbannen kann. Where the fuck am I out here? Was für Exodia, der Vernichter, das ist voll das Drecks-Exodia-Deck. Das ist sein Deck! Du Hurensohn! Das, mit dem hat er gegen mich gespielt die ganze Zeit. So ein Scheiß-Deck. Guck dir dieses Deck an. Ziehen, 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 Schwerter, ziehen, 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 Schwerter, ja. Ziehen, 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 schwarzes Loch. Angreifen, bam, bam, bam. Ah, er hat wieder ein gutes Monster Rageki, bam, 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 alle wieder weg. Ja, ein gutes Monster greift an, bumm, Kreis dran, Digga. Der hat wirklich alles gehabt die ganze Zeit. Also, was ich auf jeden Fall sage, ich freue mich schon, wenn ich dann wieder am Mittwoch frei habe, dann ziehe ich wieder Wulong Final Dynasty durch. Weil es sind zwei neue Waffenarten dazugekommen. Eine meiner Lieblingswaffen und eine deiner Lieblingsmonsterhunter-Waffen. Okay. Bei mir sind es die Gauntlets, sind bei Wulong Fallen Dynasty jetzt dazugekommen. Schläge, ja. Ja, und das Langschwert ist jetzt eine eigene Kategorie auch. Gab es vorher kein Langschwert? Nee, es gab. Nur dieses. Es gab Stab, Hellbarde. Axt, Großaxt, dann gab's Säbel, also so ähnlich wie Säbel, ich nenne es einfach Säbel, weil es ein Säbel-Fight-Stil war. Säbel, dann gab's Kurzschwert, dann gab's sowas etwas länger als wie ein Kurzschwert, aber es ist kein Langschwert. Kannst du mir nur ganz kurz beantworten, warum ich Mai Valentine komplett ziehe und nicht ein Mai-Deck habe? Gar nichts.
Ah ne, weil ich die auch erst noch freischalten muss, ne? Richtig, ja, ja. Ja. Klar, klar. So, ich hol mir das Spiel. Ich hab das Spiel, ist bei mir jetzt auch gleich durch. Dann werde ich das auch jetzt durchpumpen und dann gucken. Wie durchpumpen? Ich bin erst bei der zweiten Mission, oder? Egal. Durchpumpen braucht man nicht. Guck mal, mein Dexodia-Deck hat gestern, ist perfekt gegen Science halt gewesen. Einfach nur Sachen wegschmeißen und Sachen zerstören. Nur dafür hatte ich es gemacht. Ein Konter-Exodia-Deck mit Exodias. Also mit Exodius kann man halt easy gewinnen. Das Problem ist, der ist halt ein Bot und der ist darauf programmiert, jedes Mal einzuschreiten, kurz bevor du gewinnst mit diesen Exodia-Karten. Das heißt, jedes Mal kommen neue Schwerter, dann kannst du wieder nicht mehr angreifen und ihm keine neuen Sachen droppen. So eine Sachen. Oder er knallt den einfach mit schwarzes Loch weg, dann ist er verbannt. Hilfe. Ja, die Einstellung erstmal viel zu groß. Ja, ich weiß nicht, wie man das kleiner macht. Geht das immer bei Hard oder was? Glaube nicht. Videoeinstellungen. Hä, wie? Du gehst, Ja, die Auflösung ändern oder was? Nee, da, bei Videoeinstellungen, dann kannst du Vollbild, Fenster und Fenster an sich machen. Ja, Vollbild. Achso, hast du keinen Vollbild oder was? Ja, Vollbild ist trotzdem komplett scheiße, ne? Oder was meinst du? Ja. Das ist beides komplett fett und ich will die Schrift halt kleiner machen, aber es geht irgendwie nicht. Ist voll anstrengend, so finde ich. Sag ich dir ehrlich. So wird es gespielt. Ob man das vielleicht so machen kann, wenn ich sage, ich... Achso, nee, das geht ja auch nicht. Nee, dann irrelevant. Nee, kann man nicht ändern. Ja, ich wollte jetzt aber nochmal hier... Da. Ding ist, eigentlich kann man nur entweder Exodia Necros oder Exodius spielen, weil eigentlich macht nur einer davon Sinn. Ich habe beide mitgenommen. Oh, geht nicht anders. Aber ich mache mir kurz mal das Deck nochmal anders. Der hier ist auch komplett OP, Exodius, aber es ist schwierig. Oder ich behalte ihn einmal im Deck. Das geht auch. Richtiges Oldschool-Deck, um einfach nur Sachen kaputt zu machen, die nerven. Das würde jetzt ja ganz gut sein. Die brauche ich trotzdem. Sagen wir eigentlich auch. Was erstmal im Tutorial sein, ne? Tutorial. Healer Tutorial. Also, warte, ich brauche normale Monster. Genau. Ja, oh Gott, jetzt weiß ich, was du mit diesen. Ich habe alles leise gemacht von dem Game. Das ist alles zu laut. Brauche ich da jetzt noch sowas wie ihn hier? Das ist ein normaler Butchi, wie man sagen würde. Die hier will ich nicht mehr haben, die sind Arschlöcher. Nehme ich noch einen normalen Butchi mit. Was machen? Dann wird das so ein Defense-Deck zum Stacken, ne? Ja, das ist auch direkt, da wollte ich nachgucken. Das habe ich gestern die ganze Zeit vergessen. Was ist das hier? Nee. Also ich drehe es auf jeden Fall leise. Yes. Dass ich dich auf jeden Fall mal laut und deutlich höre. Das wäre schön. Das wäre eine gute Sache eigentlich, finde ich persönlich. Findest du? Meistens, ja. So, ich spiele jetzt Kaiba gegen Yugi. Ja. Yugi gegen Kaiba. Und dann Kaiba gegen Yugi. Ja, ja. Und Kaiba gegen Yugi ist ekel. Außer, dass man einen glücklichen Zug und kriegst mal direkt irgendwelche weißen Drachen, Digga, ich nicht. Ich nicht. Mal gerade gucken, was es hier noch so gibt. Kann ich das irgendwie einstellen, dass mich nicht jedes Mal die Karte Das geht nicht. Deswegen lernen die Dinger nicht zu legen, wenn du sie nicht brauchst. Ah, das habe ich gelernt. Ja, weißt du was, so.
Ich aktiviere sie so, zack. Dann setzen, zack. Was ist die höchste ATK? Das da. So, warte mal. Weil das Nerv-Deck. Dagegen kannst du dann auch mal spielen. Das ist bestimmt ein richtiges Bastard-Deck. Aber eigentlich will ich hier. Was war das hier nochmal? Dadurch kann ich nur einmal zwei Karten mehr ziehen. Führe eine Tributbeschwörung durch. Auch nicht so Lohnung, außer ich hab die auf der Hand. Und verbannen kann ich auch nur die. Schwierig. Das ist halt schwierig. Jetzt verstehst du, was ich gerade meine. Verstehst du also? Hab ich den nochmal? Oh. Den kann man noch einmal mitnehmen. Das ist doch kein Gamer-Move. So. Ja, dann will ich nochmal Fallenkarten hier gucken, bitte. Lenkerin. Alle bitte, Konter, permanent, normal, was weiß ich, permanent, was. Oh, permanente Fallen gibt es so viele, ne? Jetzt schon. Wow. Karten abwerfen mache ich nicht so oft, ne. Brauch so, warte mal, ach, da kann man ja sogar jetzt, das ist auch krass, das haben die neu gemacht, Genre suchen. Pass auf, und dann Monster zerstören und dann kannst du trotzdem die Fallen anmarkiert lassen und gucken, was davon Monster zerstört. Voll gut. Das, also das ist wirklich jetzt hier ein, wie soll ich sagen, ein Archiv von geilen Sachen. Wenn der Monster-Effekt gewirkt wird, wirf eine Karte ab, weiß ich, zerstört das mal. Weiß ich nicht, ob ich das haben will. Weil eigentlich, ich habe da an andere Sachen gedacht. Ja, an so eine Sache, ja dann. Was war der nochmal? Ja, das habe ich auch recht. Wo ist Momodo? Das hier brauche ich eigentlich nicht. Wenn mein Gegner mich angreifen will, muss er eine Karte auf den Friedhof legen. Das ist halt eine übel eklige Karte, aber die brauchte ich nur für Yugi. Weil Yugi muss halt sein. Achso, übrigens, dagegen ist der Bot auch sicher, ne? Er wirft nicht ein Exodia-Teil auf den Friedhof. Ist ganz komisch. So, mein Gegner. Das ist Anti-Raigeki. Haus des Klebestreifen, naja. Das ist krank. Wenn dein Gegner ein normales Monster angreift. Das ist krank. Machen wir sonst noch? Ja, sind sehr geil. Ich kann eh nicht mehr Sangans gerade reinpacken, weil ich keine mehr habe. Also ich glaube, man kann auch als Spieler nur einen oder so reinpacken. Das ist immer schade. Sollen die nicht limitiert sind? Ja, die sind limitiert, glaube ich. Sind viele limitiert von den alten Dingern. Ja, OP sind die meisten. So, und ich werde gar nicht erst dein Motten-Deck jetzt spielen, weil das habe ich 100 Mal schon gemacht. Ich probiere jetzt wieder das Exodia-Deck mal aus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Lol, Leute, Jom ist im Stream. Hey, Leute. Ja, es ist eh wieder klar, wenn ich einmal Follow Age oder sowas gemacht habe, dann macht er es auch so. Nur um Dominanz zu beweisen. Musst tun, was man tun muss, ne? So, Weevil Underwood, du hast jetzt bessere Karten hoffentlich gekriegt als vorher. Arrogantes Stück Scheiße sein, lol. Hey, hey. Das ist Weevil und das ist Underwood, ja. Hey. Gegen wen spiele ich hier? Yami Yugi. Aber was für ein Deck hat er jetzt? Das ist jetzt die. Ach, er hat jetzt kein Exodia-Deck mehr. Hast du verloren? Ich bin Weevil Underwood. Ich hab's runtergeschmissen. Vom Dings, ja. Ja, von der Yacht.
Im Weg zum Reich der Duellanten. Wohin sonst? Pff, Anfänger. Ich mein, aber wer tut doch sowas Dummes? Ja, das ist schon... Was muss, schreibt Tom. Gib ihm mal die stärksten Karten, die du besitzt in deinem ganzen Deck und dann... Und dann? Schmeiß ich sie weg. Ja, genau. Das ist ehrenhaft, ja. Ne? Ja, ist halt auch keine Ahnung, wer das machen würde, das einfach aus der Hand geben würde. Das verstehe ich auch nicht. Ja, vor allem stell dir vor, ich exude ja eine der seltensten Karten überhaupt, außer bei diesen Rare-Sammlern. Und sein Opa hat ihm das auch gesagt, dass sie so wertvoll ist. Und er so, nein, ja. Das ist mir egal. Hier, guck's dir an, Mann. So, das ist echt so. Oder noch so ein kleines Kind, ey. Ja, war selbst ein kleines Kind, aber. Wir haben uns wieder reingeschmuggelt hier schnell. Ja, das. Ah, war klar, dass da zwei Kali ist. So. Er will auch mitspielen, Yu-Gi-Oh! Aber er hat es gerne. Ich muss einfach nur ganz kurz dieses Deck hier testen und wissen, ob es wirklich fully ass ist, weil gestern brauchte ich so 5 Runden, bis ich eine gute Hand hatte mit dem Deck. Und dann habe ich es 10-mal geändert und dann irgendwann ging's. Schade, dass man nicht die Geschichte auch übernimmt, so wie weit das man schon gespielt hat. Ja, das wäre echt schön. Aber das wird nicht, ne. Ja, zumindest einen gewissen Teil. Ja, ist so. Also zumindest das etwas drin ist. Ja. Ja, oder cool. Höchstens die Packs, dass man ziehen durfte oder so, wenn sie schon die gleichen sind. Naja. Ja. Die Karten, die man hatte. Ich bin gerade ein bisschen rein mit den Karten hier wieder. Ich habe einfach nur einen, den habe ich jede Runde gezogen bisher. Ich habe den einmal reingepackt in den Deck und habe ihn auch nicht öfter. Neo Aquamador. Der ist einfach ein Tribut, 3000 Death Decker. Das ist Geistkrankheit. So, der normale Aquamador, der hat 2k und hat halt 800 Angriff und der bringt mir halt nichts und ich brauchte halt ein höheres Monster und ja, er ist halt eine komplette Wand einfach direkt. Fuck. So, und da er Yugi ist, hat er auch nicht die krassesten Dinger jetzt hier rumliegen. Ja, den habe ich eben mit reingepackt, den können wir erstmal hinlegen für irgendwen, der auch dann attacken will, weil der hier macht garantiert bitte nicht. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich mache wieder gar nichts. Wenn ich jetzt. Ah ne, Falle liegt ja schon und fragt mich die ganze Zeit. Staubtornado, weil ich ja nicht weiß, was er da hat. Ah, Federgeburt, Digga. Ja. Heute ist ein mystischer Eifer. Ich denke mal, er wird seinen komischen Dings haben. Ey, Arschbau. Das ist selber Schaden. Es wird Zeit für einen Reißenden. So. Dann einmal den Jungen wieder setzen. Aber Tiger, du weißt doch, wenn du sowas reinmachst wie Follow Age, dann muss ich die einfach niedermachen. Tom merkt das halt, egal wo er gerade ist. Er sah, der kriegt so einen Ping aufs Handy. Ja, das ist halt meine gute, so gute, sagte Esper-Fähigkeit. Sobald du irgendwie so versuchst zu flexen, krieg ich eine Nachricht? Ja, ist echt so, so ein Anti-Flex. Man kann sagen, dann wird ein extra so ein Interface vor meinen Augen aufgeführt, damit ich extra den Anti-Flex machen kann. Hä? Ich hab das zu viel Solo-Leveling gelesen, ey. Klar, hab ich Solo-Leveling gelesen. Kann man Ryzen in Tribute nicht aktivieren? Wenn die Schande, wer es nicht gelesen hat. Oh, Poli war da. Okay. Poli? Ach, für Gaia und Drachenboy. Ja, verstehe. Olaf, ich weiß nicht, ob er die auch hat für einen Totenkopf und für ein Rotauge. Warte, ich glaube, Der gibt, Joey gibt ihm den Rotaugen doch, weil er traurig ist, dass er seine Karten verloren hat und sonst sich doch nicht wehren kann und so. War doch so. Stimmt. Stimmt, das war nachreicht. Ja, du dann ich kann übrigens die ganze Zeit keinen reißenden Tribut setzen. Jedes Mal, wenn er eine Karte. Ach, er muss sie beschwören, ne? Er setzt ja alle. Oh Gott, Junge. Ja, offen beschwören. Dummkopf, einfach, Junge. Sowas. Ich kann mich so oder so jetzt schützen. Selbst wenn der da weg ist, habe ich noch meine Schwerter. Das passt. Alles gut. Er macht halt auch nichts außer gleich bestimmten. Was, Rageki oder sowas? Oder ne? Nee, machen wir jetzt nicht. Hab mich schon gefragt, weil ich zweimal jetzt gestoppt habe extra, wo er die gesetzt hat, aber er setzt die halt auch nur. Gucken, wenn er jetzt den Tribut beschwört, das wäre auch cool. Ne, macht er nicht.
Er weiß ja immer, wo die Lowen liegen. Da greift er automatisch an. Die Hohen greift er nicht in der ersten Runde an. Das ist auch ganz komisch. So, haben wir schon mal meinen Vertrag. Das ist doch nicht schlecht. Immerhin kommt dann dein 3000er Monster nicht vorbei und wenn, dann kannst du schwarzes Loch noch einsetzen. Ich lasse ihn erstmal ein bisschen stacken da drüben, dass er irgendwie die alle hier wegtributet wie gestern und schmeißt er sie selber weg. Dann kann ich halt seine Dicken wieder wegmachen. Wie immer. Ah, oh, Scherbe der Gier! Hä? Wie Effekt aktiviert? Achso, ist er. Verwechselt das immer, dass es da nicht sozusagen wie Beschwören dieses Zeichen ist. So, ja. Chill mal ein bisschen. Digga, mit dieses Rechtsklicken ist man wirklich so sauer. Achso, du musst einfach nur Rechtsklick gedrückt halten, um diese Anfrage wegzukriegen, ne? Falls du das noch nicht wusstest, Digga. Okay, ne. Ja, das ist übel geil, ne? Eigentlich. Wenn du das zumindest weißt, dann kannst du wenigstens etwas machen. Einfach gedrückt halten, kriegst du gar nicht mehr die Anfragen. Aber warum muss ich durchgehend gedrückt halten, du Arschloch? Kann ich irgendwie dreimal oder zweimal drücken, dass ich so lange nicht angefragt werde, bis ich es wieder aktiviere? Hier, guck mal, da ist noch ein Drachenfluch. Die wurde beschworen. Was konnte man früher noch alles ziehen? Ich glaube, Bakura gab es noch, was man ziehen konnte als Pack früher. Joey, Yugi selber. Scheiße, ich zerstöre meinen mit. Kalba. Fällt mir gerade auf, jetzt zerstöre so oder so meinen mit. Ja, dann chill ich, bis er fusioniert sogar. Ja. Der hat nämlich noch eine Poli hingelegt. Boah, nicht rundes Kalber. Ich glaube, Kalber konnte man nicht ziehen. Oh. Wie sollte man Kalber nicht ziehen können? Was? Nee, Kalber. Wie meinst du, Kalber nicht ziehen? Kalber ist kein Kartenverkäufer oder was meinst ja, du? Ja, meine ich ja. Nee. Das meine ich ja. Ja, Yugi kannst du jetzt dann noch ziehen und? Wer war der Letzte? Oh Mann, oh. Joey Wheeler. Bakura kommt Bakura. Noch und dann. Also, ich weiß, Großvater, Mai, Bakura, Joey, Yugi, Letzter. Ganz kurz meine Scherbe der G aktivieren. Scherbe der G OP. Er ist halt Topf der G, bloß eine Runde warten. Deswegen habe ich dabei. Mhm. Also, du ziehst einmal, obwohl zwei theoretisch. Du ziehst und in der nächsten kannst du dann die direkt aktivieren und raufpacken kannst du zwei ziehen. Ich krieg nur keine Monster. Ich krieg nur Spiegelkraft oder 3 Gegner. Was ist das nochmal? Ach so, falls Spielfeldzaufen mehr werden zerstört und bei jedem Zug 500 Damage. Ja, dann mache ich den wahrscheinlich wirklich gleich weg. Aber ich überlege noch. Mach ich mit Staubgranate kurz? Ja. Weiß nicht, was er hat. Da liegt eh nur die Poli, das weiß ich schon. Das wissen wir schön. Alter, Mann, halt. Ich trinke hier schon zu viel Tee. Ich kann nicht mehr Tee trinken, sonst gehe ich hier noch 3000 Mal aufs Klo morgen. Das ist krank. Mm. Das krank. Und da ist es wieder, das Horn des Einhorns. Ich kann halt das nicht kaputt machen, weil, ne, dann geht's wieder aufs Deck zurück. Ich werde ihn kaputt machen. Komm, du kannst dich ja beim Yu-Gi-Oh! Spielen anschließen, indem du 6 Euro ausgibst über Instant Gaming. Ich bin geizig, tut mir leid. Das glaube ich dir sogar. So, dann kriegt er nächste Runde wieder sein Einhorn. Torben ist dieser Mensch sowieso, sollte ich mir ein Game kaufen und Yu-Gi-Oh! Spielen, wenn ich es orientierisch kostenlos machen kann und alle Karten besitzen könnte. Dann muss ich jetzt wohl meine Schwerter aktivieren, geht ja nicht mehr anders. Jetzt werde ich nicht mehr gefragt, oder? Ich werde nicht mehr genervt, oh. Congratulations. Brauch Rechtsklick nicht mehr gedrückt. Er hat's eingesehen. Ja, ich krieg halt auch nur meine Zauber- und Fallenkarten, falls es einem auffällt. Ich hab nicht ein Monster bisher großgezogen, außer diese 3 kleinen Teile, die ich hatte. Ne, 4 schon? Ich hab 4 Teile. Oh, mir fehlt noch eine Sache. Dann ist doch okay gelaufen. Bis hierhin. Die eine hast du ja durch die Tomate geholt. Ja. Ich brauch aber, guck mal, ich hab 3 Tomaten und einen Sangar noch im Deck. Wo sind die? Nicht da. Einige im Deck. Er greift halt jetzt immer an und er checkt halt eine Sache nicht. Das ist das Problem, wenn er jetzt gleich wieder angreift damit, zerstöre ich wieder 3 Karten und immer noch nur eine auf Hand und ziehe die wieder als nächstes. Und ich habe mein letztes Teil. Na, siehst du. Mach ich eher direkt kaputt machen, bringt mir nichts, ich hab ja gar nichts. Schön war. Oh ja, auch in Angriffsmodus. Ist auch gut. Jetzt ist er. Ja. Na, jetzt haben wir einen Sangan, ja, du willst einfach noch verarschen, Arschloch. So, was machen wir dann? Dann machen wir ein schwarzes einfach drüber, glaube ich, kurz, oder? Ich meine, ich habe
nicht drei davon hier? Ne, zwei. Oh, ein schwarzes kommt. Nein. Genau. Hier hast du dein Horn wieder als nächstes zurück, ne? Damit du wieder mit vier Karten und einem also drei Karten und einem Horn jetzt arbeiten kannst. Ist immer wichtig. Ich hoffe, Sangan wird zerstört. Gleich mal an, der hier gibt nur 500, ne? Den wollte ich mir für später sparen. Ja, jetzt muss ich eine Spiegelkraft auf jeden Fall mal legen. Weil jetzt was passiert. Ihr müsst auch ready to rock sein. Ja, wollte ich eigentlich nicht legen. Mal gucken, und? Dein Kreis? Ne, dein Kreis hat er nicht. Okay. Übrigens, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir sind diese Erfolge über Steam komplett buggt und mein halber Bildschirm ist voll, wenn die kommen, ne? Ich könnte es theoretisch irgendwie über Stream zeigen, aber es ist schwierig. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. So einfach unten rechts so, in, wenn man sonst Stream jetzt sieht, meine Maus, so ab hier, das ist so fast die Mitte ein bisschen rechts und dann nach hier abgeschnitten. Bis dahin sehe ich gar nichts. Ja. Das ist geisteskrank. Ja, ja. Wenn ich einen Erfolg kriege und du kriegst bei jedem Kampfschaden einen Erfolg, du kriegst bei jedem Shit, den du machst, kriegst du einen Erfolg. Das heißt, ich sehe Hälfte des Duells nicht mehr mein Duell. Pass auf. Kampfschaden bis hier hin. Hier und dann nach unten. Ja. Sehe ich gar nichts. Kannst du mir vorstellen. Warum aber? Warum macht ihr so? Also wenn irgendwie die Auflösungsanzeigen irgendwie komplett durcheinander sind sozusagen. Ja, ja, genau. Ich habe auch schon zweimal wieder geswitcht, aber es hilft nicht. So, Sangi. Digga, Millennium-Schild. Ist auch geil. Hab ich guck auch noch 0-3000 hatte ich dabei, aber Easy Gaming. Will ich jetzt einfach nur eine Normalo noch haben? Ich überleg gerade, weil die mystische würde mir ja nichts mehr bringen. Ich habe die Exfolia-Teile ja alle. Und mit der mystischen könnte ich ja noch ein Monster, ja eigentlich doch macht Sinn. Ja. Was? Wiederbelebungsschwert. Und da ist er. Und damit kommt jetzt alles wieder ins Deck. Sowieso. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, wie ich ihn angreife und nicht dabei, obwohl eigentlich muss ich einmal nur frei machen hier den Laden und dann verräterische wieder hauen. Ja, dann machen wir einmal wieder frei und dann hast du tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, warte, lass mich kurz nachdenken. Ah, die nächste Karte ist wieder ein Horn. Ah, okay. Ja, schade. Ja, schade. So. Dann holen wir uns den hier. Exodius. Der haut mir jetzt alle Monster, die mir im Friedhof waren, sowieso wieder ins Deck. Dadurch habe ich jetzt mehr Monster im Deck als vorher sozusagen. Also ich kann jetzt eigentlich fast nur noch Monster erstmal instant ziehen. Und das ist wichtig. So, jetzt die mystische Tomate daneben. Aber wenn der jetzt stirbt, dann ist er direkt verbannt. Das ist immer das Problem bei Exodius. Exodius greif an. Perfekt. Einmal bitte den Arm weg. Boop. 1000. Sehr gut. Jetzt ab jetzt. Oh, ey, ich sehe nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Ich habe zwei Erfolge gekriegt. Jetzt sehe ich wieder wichtig, was. Wichtiger als 5000 kann die Karte nicht werden. Doch, guck. Ja, mit Lügen im RP, die du hier verbreitest. Mhm, aber der Tor zum 1500, also werde ich verräterische Schwerter machen und nur ihn angreifen die ganze Zeit, während er nichts machen kann, weil er immer wieder ein scheiß Horn zieht, du Opfer. Das ist halt eine richtig geile Karte, ne? Wenn man keine Monster mehr zieht und einfach immer wieder seine Monster zerstört, hat er immer nur ein Horn in der Hand. Digga. Oh, warte mal, Raigeki-Brecher wäre cool zu aktivieren, dann kann ich meine Dings direkt wegschmeißen. Hattest du nicht schon einen Raigeki unten rechts? Liegen? Ne, Spielkraft. Lichter. Tom lügen in der PR. Ja. Mhm. So, 2-5 kriegt er. Ah, er ist tot. Ja. Wusste ich jetzt nicht. Guck, das war nicht mal ansatzweise mein Deck ausgespielt. Das Deck ist halt Late Game. Halt, oder ich krieg halt den Vertrag schnell. Dann, also beide vom Vertrag. Den Vertrag und die verboten. One me, bitch. Jetzt mit Stunny Decks, komm. Gaming. Nee. Doch, komm mit. Gaming. Klar, ich habe auch nur Stunny-Decks hier, das ist, hä? Ich bin am Ziehen, ey. Spielerspiel oder Ranglistenspiel? Spiel erstellen. Podia. Podia nehme ich. Bin ich mal online. Kann das nicht nehmen, hallo? Hä, warum kann ich? Enter? Enter? Hä, what the fuck, das ist übel komisch. Egal. Ja, nicht erlaubt so. Einzelmatch, 8K, keine Zeitbeschränkung. Nur für Freunde, Mann.
Dude, ich bin am Karten ziehen. Lass mich mal. Mein Game. Thunderdex Gaming jetzt. Ich will mal ausprobieren. Ich kann die Stack nicht ausprobieren. Weil ja, die ganzen Leute mal tot sind. Ja, ich bin auch tot, wenn ich jetzt mit so einem Stunny-Deck ankomme. Ich mach dich doch nicht. Ich fick dich. Selbst wenn ich die Chance habe, fick ich dich doch nicht direkt. Ich will doch gucken, wie weit das Deck gehen kann. Ich will doch testen gerade. Das ist doch kein richtiges Duell, Digga. Denn du hast keine Karten. Ich habe keine Karten eigentlich. Und das Deck habe ich vorher noch nie gespielt. Vor gestern. Ja, warte, lass mich noch... Das ist nur ein Test, Junge, ich will nochmal was sehen, weil ich kann es nicht testen, das Deck, ob es funktioniert oder nicht, weil das Problem ist, eben gerade, ich sag dir ehrlich, Tom hat's gesehen, ich habe 15 Zauber und Fallen gezogen, bevor ich wieder irgendwas anderes gezogen habe. Das check ich nicht. So, ich ziehe jetzt noch mein letztes Pack, mein vorletztes, vorletztes, nein. Ich bin schon bei Opa bei 713. Wow, Opa ist... 720. Cheats. 724. Ja, wie viel Geld hast du denn und woher, hä? Von meinem alten Account. Das ist ich hab das Geld. Wie viel? 26.964. Kollege. Dir steht sehr viel mehr als das. Okay, es sind 541.000. So, warte, ich stelle mich jetzt auf online für dich. Musst einfach nur join. Ja, stimmt. Soweit ich weiß, ich habe einfach nur offen für Freunde gemacht. Ich habe das noch nie gemacht darüber und auch nicht über das andere Game, wie du weißt. Bekomme Spielinfos. Nee, bekommst du nicht. Doch, ich spiele das da. Let's go. Geil, Robo-Gaming. Ja. Ich kann nichts machen. Kann ich was machen. Wenn ich das Spiel bin. Jetzt kann ich machen. Zerstöre alle Ausrüstungskarten auf dem Spielfeld. Entwaffnung! Ich habe eh keine. Ich nehme Stein. Ah, doch, ich habe eine, stimmt. Eine habe ich. Zum Wall. Nimmst du eh nicht. Doch, nimmt er auch noch! Verschwindst du! Willst du das erste oder das zweite? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, bei dem Deck. Deswegen probiere ich es aus. Also ist mir egal. Mach was, wie du dich am besten fühlst. Ich habe letzten Stream habe ich gern gehört, dass du gerne lieber Zweiter spielst. Naja, mit Rainbow, mit Finstere Welt, mit so einen Karten, aber hier weiß ich's nicht. Also, du guckst jetzt einmal in meine Karten, ist auch nicht schlecht, aber ist okay. Nee, ich schau wirklich nicht. I swear, ich hab pausiert. Alles gut. Okay. Effekte durchlesen ist immer so ein bisschen holprig. Was für Deck hast du jetzt? Ich hab irgendeines genommen. Ich hab nur Enter gespammt als Swear. 12, du hast einen Synchroder XD-Stack. 100%ig. Warte, ich schau mal nach. Ich weiß es echt nicht. Natürlich. Ja, es ist XD. Siehst du, hab ich doch gesagt. Hast du auch selber genommen, du Assi. Das musst du auswählen am Anfang. Ich hab Enter gespammt. Ja. Du musst, bevor du in mein Game kommst, musst du das auswählen. Ich hab Enter gespammt. Ja. Ich hab Enter gespammt. Ja. Beziehungsweise Enter und linke Maustaste. Ist es so. Ist so. Wow. Für das ein XC-Stack sein soll, denke ich mir auch so. Kann Nexis nicht übel schnell machen, die Scheiße? Ist doch noch schneller als Synchro, soweit ich weiß. Ja, keine Ahnung. Eigentlich schon so. Bin gerade am... Weil ich informiert wurde. Sind nicht mehr schlechte Xyz-Monster. Ja, dachte ich mir. Das ist ja auch dieses Four-Dings-Deck, was auch direkt empfohlen wird zu spielen. Nee. Okay. Aber alles nicht lohnenswert. Boah. Warte. Scheiß drauf. Los, Panda! Erhöht ja die Karte, was da nach für Monster im Spiel wird, ne? Los, greif dein verdecktes Monster an. Richard. Ich beende meinen Zug. Cool. Richtig Anime-like jetzt zu machen. Ist so.
Okay, dann... Okay. Nein! Cheat-Beschwörung ist das. Wow. Ist gut, dass ich das kaputt gemacht habe. Ist Cheat-Beschwörung. Okay, dann spiele ich... Keine Ahnung. Das da! Giro-Cheat, Alter. Gamerbo. Wer ist er? Kräftig wieder mit fetten Panda an. Der ist Giro-Cheat, Digga. Hab ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Ne? Trotz seiner kleinen Größe hat dieses Monster kräftige Kiefer, die wir teilzermalmen können. Du musst denken, das ist ein Xyz-Deck. Junge. Das würde ich niemals in den scheiß Xyz-Deck packen, ey. Ja, das ist übel Dreck hier. Ich hab sogar. Ich hab fast gleich aufgeteilt mit Zaubern fallen. Wow. Nein, mein Panda! Der Dreck, soll ich machen? Also ich den Panda so bei der Hand. Vielleicht kann ich wegfallen und wegzaubern, aber wow. So, ich will eigentlich auch ein paar Monster spielen, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann... Scherbus. Von mir geklaut. Und ich spiele die Apie! Halb G. In Angriffsposition. Nein, ich möchte nicht, dass du Karten ziehst. Oha! Staubtornados, ey! Ey, Junge, die hagelt's. Soll ich dir, wie es ist? Alter, noch eine Fallenkarte. Ich hab nichts anderes, Mann! Irgendwas spielt jetzt, keine Ahnung, jetzt kommt magische Zylinder oder sowas. Alles gut. Füge mit angreifenden Monster 20k Schaden zu. Oha, du kannst dich auch hochboosten, das ist... Oh. Das geht eigentlich nicht, ne? Ja, also ehrlich kann ich aufgeben, ehrlich gesagt, weil ich kann schon wieder nur das hier machen. Keine Sorge, ich kann dich auch jetzt 5 Karten ziehen lassen, so ich... Nee, mach mal, was du machen kannst jetzt. Einfach, wenn nicht, machen wir halt nochmal neu, wir können ja direkt, glaube ich, Retry machen. Ich kann halt wirklich nicht viel machen, ich kann dir den Drachen, der in der Höhle haust, vorsetzen. Ach, Digga, das ist wirklich so eine normalen Monster, Junge, aber so viele auch. Junge, ja. Mach mal, das war heute. Xyz wäre doch manchmal aus normalen Dinger gemacht, oder? Ja, normalerweise schon, aber das ist absolut. Weißt du, was meine Antwort darauf ist? Jetzt kommt Rageki, schwarzes Loch, ja. Keine Ahnung. Ich sag's dir, ich krieg nur Zauber und Feinkarten und das seit 3 Games bei dem Deck und ich weiß nicht warum, es ist Hälfte-Hälfte, ne? Das ist richtig dumm. Brauch mehr Karten, die mein Deck mischen. So, und weil ich noch nicht genug habe, los! Naturia! Traumkraft! Traumkraut. Baby. Ja. Reicht doch. Heftiges. Du hast gleich Feingame verloren. Richtig. Ach Gott. Die hab ich gerade gezogen, was soll ich machen? Ich hab nichts anderes. Du zögerst deinen Tod nur hinaus! Oh, ich hätte wirklich. Ding! Vor allem schau mal, auf welchem Spielfeld wir spielen. Auf der Wies! Ja, stimmt. Ich jetzt und da passt mein Natur ja perfekt hin, ey. Ich tot. Eine Runde wird deine jämmerliche Karte dir noch helfen. Und dann nie wieder. Der wird jetzt von deiner Feind gerade weggebracht erstmal. Nein! Way the fuck. Ich aktiviere meine Feindkarte! Ich seh das. Ach Digga, dass man den mitzieht, oh Gott. Oh, dadurch wird der Effekt nicht aktiviert. Schade. Geil. Runde chill. Runde chill. Setz eine Karte verdeckt. Ich krieg halt nichts, Mann. Und du bist drin. Und weg. Naja. Warte. Achso, das wollte ich schon sagen. Okay. Also übel frech, wenn man weiß dann, dass man Karten hat dagegen, halt, theoretisch. Ich will gerne meinen Friedhof betrachten oder nee, so. Nee, ich mach gar nichts. Mach nix.
Okay, dann ist die Zeit gekommen, um dich jetzt zu eliminieren. Besser wäre das ich auch. Aktiviere Ruf der Gejagten! Ich habe einfach zwei Monster gehabt. Und hole, weil es witzig ist, meinen Panda zurück. Einfach zwei Monster das Game gehabt, wie geil ist das? Ich mag den Panda. Das stimmt. Panda ist witzig. Los, mein Panda! Greif ihn direkt an! Boah. Evil unfair. Greif mich direkt an mit seinem Panda. Geht aber nicht. Ja, ja, ja. Geht das aber nicht, oder? Ja. Dann legen wir die einfach hin. Dann war's das wieder. Ja. Oh mein Gott. Einfach. Heikeki brech. Linkes Bein. Nein! Mein Bär! Mein Panda-Bär. Jetzt, wenn du noch andere 100 Monster drin hast, Digga. Dein Deck besteht aus einem Drittel vielleicht Zauber und Fallen, Digga. Los, Cherry, der Soldatenboden. Ja, guck, was sag ich denn? Junge, los, Cherry! Der beendet das Ganze jetzt. Los. Sehr gut. Gott, oh Gott, lass ich wieder neu ziehen, das ist ja anstrengend. Ich gewinne in einer Nicht-Ranglisten-Multimatch. Muss theoretisch einfach nur wieder. Ach, du nimmst Benutzer XC-Stack erst. Nicht suchen. Oh Gott, Hilfe. Aber das war jetzt mega kacke, so keine Ahnung. Auch die XC-Monster, ich wollte mir mal rein angucken, was da alles drin ist. Nicht so coole Sachen? Nicht so coole Sachen. Bin wieder drin. Ja, warte, ich bin schon beitreten. Ja, dann nehme ich halt jetzt das Starter-Deck. Bin gespannt, was das jetzt ist. Was das andere wieder nehme, ich habe da direkt gezogen. Nee, ich wollte einfach nur wissen, was das für XC-Monster ist. Der Peiniger sehe ich hier. Geil. Ich habe Schaufelbrecher! Ah, ich nehme Schere. Okay. So, weil du es eh gewohnt bist, behalten wir das bei. Einfach machen. Zack, 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 zack. Ich spiele Herz des Unterlegenen! Das sein muss. Und Ninkenhund in Angriffsposition. Hey! Und hiermit beende ich meinen Zug. Merke ich. Wie du den beendest. Lass das bitte. Wir beenden das Zügen. Das Zügen. Der Züge. Das Zügen, okay. Herz des Unterlegenen. Ein was in Ordnung. Oha. Ach ja, doch, die Aktivierung wird annulliert. Das wusste ich gar nicht. Dann setze ich eine Karte verdeckt. Spiel diese Karte. Das ist nicht, Alter. Und greif mit Nidken und dein verdecktes Monster. Oh Gott, ich bin's high. Dein 3000er Monster wahrscheinlich. Ein Dev. Nee. Bin's doch. Nicht? Nee. Natürlich. Ich bin's nicht mal. Safe. Ich überleg gerade. Nee, pass auf. Du weißt schon, dass ich noch ein zweites Monster habe. Du musst jetzt mit dem Apfel den Apfel des Apfels. Das ist eine Tomate, du Tomate. Nein, alles gut. Du kannst froh sein, dass ich kein drittes Monster habe. Ich beende meinen Zug. Besser für mich wohl. Besser für mich wohl. Ist ja so. Ja. Also direkt wieder dran. Okay. Mach es. Das ist eine gute Karte. Ich spiele Banner des Mutes. Ah. Wegen der Battle Phase. Und zudem spiele ich die gepanzerte Biene. Oh, ich hätte den umändern müssen. Ja, das habe ich vergessen. Egal. Dann aktiviere ich den Effekt. Der was kann der? Biene.
und halbiere die Angriffspunkte deines Fußes. Meines Fußes, ja. Und greife mit ihnen genug die. Einfach halbieren meinen Fuß, was soll ich machen? Los, Tine, greif sein verdicktes Monster an. Einfach nix machen kann ich da. Und dann greift dich mein komischer Stahldraht zu vernichtender Käfer an. So. Goldrot. Hat er einen Draht? Ne, eine riesen Schraube in der Hand, glaube ich. Oder was macht er da? Keine Ahnung, was er da treibt. Das sieht aus wie von so einem Kugelschreiber, so eine Sprungfeder. Los aus Ende, ja. Oha. Safe grad gezogen, oder? Ja, klar. Das ist schon viel früher gemacht, ne? So hättest du ja Karten, du weißt, wie es ist. Damit beende ich meinen Zug, damit wir beide eine Karte haben. Du hast die nächste, so ist wieder fair. Ich bin nämlich eben gerade auch eine Karte theoretisch hinten gewesen, deswegen wieder fair. Ja, okay, ich setze diese gezogene Karte. Ist nämlich gecheatet mit einer Zauberkarte eben, um nochmal zu ziehen. Ja, merk schon. War ja so. Hey! Oha! Fallenkarte da drüben, wie ich merke. Ah! Fallenkarte! Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, okay, dann. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Gut, das ist nie was, gut, das ist nie was. gerochen. Junge. Das wäre eh nur gut, hätte ich es jetzt in meinem ersten oder zweiten, so, ne, wenn ich eine Karte nochmal nachziehe, dann wäre es krass gewesen, weil das immer, wenn du Monster von mir zerstörst, ziehe ich eine Karte extra. Mhm. Deswegen ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht. Eigentlich ist es egal, wo du liegst, tatsächlich. Also nicht du da drüben, sondern. Ja. Okay, das ist jetzt. Ich call. Eine von zwei Karten. Ja, oder drei, nee, ich habe drei. Ich habe drei für dich offen, muss. Ja, ich glaube, es hat aber irgendwo, keine Ahnung. Ich habe dreimal, wo ich einen opfern muss. Weil mehr kann ich mir nicht leisten bei dem Deck. Mehr kann ich mir nicht leisten. Welche Karte ist es, Tiger? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, denn ich opfere auch mein Monster. Welche Karten hat er denn, die es sein könnten? Keine Ahnung. Was hat er denn, die es, ach, nicht Gravistrot. Ach ja, hm. Grabi Stoßstreife greift jetzt ein verdecktes Monster an. Ja, okay. Neo Quamor. Neo Aquamador. Meine Tür halt. Neo Aqua, meine Tür. Millennium Schild. Neo Aqua, meine Tür halt. Wieso? Hä? Wieso das Millennium Schild nehmen, wenn einfach das komische Schild 1200 Attack weniger hat? Also dieser. Also Gartner zum Beispiel ist halt erst. Benutzt er den Neo Aquamador zum Angreifen oder zum Verteidigen? Kann er beides nutzen. Mit 1200? Reiner. Ja. Reiner. Ja, komm. Okay, Reiner. Komischer Apfel, ey. Reiner! Nee. Das ist Menschenfresserkäfer und zerstört deine Mauer! Ist okay. Grenzenmescherkäfer? Okay. Hab ich den nicht? Nee. Achso. Oh, da kommt noch was. Ja, ich hab gewartet. Da kommt noch was. Irgendwas muss ja noch kommen, dachte ich mir. Aber nein, nein. Nein, nein. Alles gut. Du bist aktuell noch safe. Ich setze eine Karte verdeckt. Los, mein Gravi-Stoßdrache, greif seinen komischen, hässlichen, fetten Apfel an! Hey, ist ein Tomate. Auch was eine Tomate sein soll. Die ist ein bisschen rotten halt. Was soll ich machen? Bisschen rotten halt. Gehört auch dazu. Tomate sieht eher mehr aus in meinen Augen wie ein Kürbis. Ich bin's. Ach Gott, ey. Ja, hiermit bende ich wieder meinen Zug. Wow. Warum? Jetzt so. Keine Ahnung. Ach so. Hängt wieder bei dir, ja? Die ja. Fallenkarten da liegen, ja? Safe. Kann auch Zauberkarten. Kann auch Zauberkarten sein. Ich weiß es ja nicht, ne? Ich weiß es ja persönlich nicht. Eher unwahrscheinlich.
Ja. Ich denke auch nicht. Damit wechsle ich in den Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Ein weißer Zug von dir. Und jetzt kommt meine Fallenkarte ins Spiel und ruft her. Ach, ja. Gefickten. Und ich hole mir meinen kleinen Götter zurück. Ist das so? Ist das eher machst du wirklich? Ich dachte, ich dachte kurz, ich kann was gegen machen, aber da war ich leider mistaken ganz kurz. Und dann beschwöre ich Elementdrache in Angriffsposition. Ein Drache mitten im Element. Wow. Und dann gehe ich in die Battlefield. Was ist sein Effekt jetzt gerade? Weiß nicht. Ich kann es auch gerade nicht lesen. Egal. Ich würde auch nicht. Oh. Das muss er halt von den Effekten, wenn es irgendwo. Was? Endlich frei. Ihr seid endlich frei, Kinder. Seid endlich frei. Nein. Ruf der Gejagten hat jetzt keinen Sinn mehr. Problem ist jetzt nur, ich überlege gerade. Was hast du da noch liegen? Ich kann es leider nicht mehr sehen. Ja, das Element drauf mit einem. Ey, das. What the fuck? Don't shut up. Hat er damit schon angegriffen, Tom? Nee. Ja, dann, okay, ja, dann überlege ich gerade, was ich mache, weil dann würde ich eigentlich lieber ein bisschen was cashen, ehrlich gesagt. Oder. Ja, komm, machen wir auf Sicherheit. Ja, okay. Hast du dir mal kurz gezeigt, ne? Immerhin kannst du es jetzt nicht setzen. Das heißt, du kriegst 1700 Schaden in your face. Ich würde mal gerne das da wegmachen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber es nervt mich die ganze Zeit schon. Nein! Ja, Spiegelkraft. Richtig. Es nervt mich die ganze Zeit schon da, weil ich weiß, jedes Mal, wenn irgendwas ist, dann kommt so eine Anfrage und dann kann das ja nur eine Karte und die andere Karte kann nur Spiegelkraft oder irgendwas sein, was meinen Angriff halt verhindert. Ist in Ordnung. Da bin ich kurz mal sicher, I guess. Für den nächsten Zug. Ich weiß, was du auf der Hand hast. Wie willst du das bitte wissen? Wie soll ich das sagen? Egal, mach einfach. Mach einfach, dann kann ich dir sagen, ob ich richtig lag oder nicht. Ja, okay, dann Ritter des Roten Lotus. Hast du gerade gezogen, Waffe? Nee. Hier hast du gerade gezogen. Und ich aktiviere den Effekt. Hast du genau 3 normale Monster, Friede? Nee. Steht aber, falls du genau 3 normale Monster nimmst. Ja, dann kann ich ihn spezial beschwören. Aber ich habe ihn nicht spezial beschwören. Ich habe seinen zweiten Effekt aktiviert und habe mir ein Monster mit 4 Sternen, ein normales Monster mit 4 Sternen oder niedriger geholt. Und das Duell ist jetzt vorbei! Finde ich persönlich frech. Angriff! Und ja, ich habe ihn gezogen. Ich hatte noch Feuerflügel. Habe ich gehört. Ich weiß. Deswegen sagte ich ja, ich wusste, was du vorher hattest, aber der andere, der war mir nicht bekannt. Deswegen habe ich gerade gesagt, mal setz mal. Und dann war mir klar, dass du nicht mehr das Richtige setzen wirst. Also, ja, dann nochmal. Wie gesagt, ich muss halt gucken, wegen ziehen. Aber es gibt keine Karten, mit denen ich schneller ziehen kann. Weil, wenn ich diese, obwohl doch, jetzt schon. Warte mal. Oder? Ich gehe mal ganz kurz noch raus. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, eine Sache. So lange kann ich ins Deckgeschäft gehen. Weil ich finde, eine Karte ist halt Brack. Ich sehe alle davon Dreck, weil die hier bringen mir nicht so viel. Warte mal, wie machen wir das am besten? Bin ich hier auch gut noch? Ja. Was war das denn nochmal? Ne, Xyz Monster, Digga. Es knallt hier bald. Aha, ja gut, das ist, kommt auf dein Deck an, dann, ob es gut ist oder nicht. Ja, nee. Ja, fürs Ziehen, wenn du noch kommst, müsstest du ja unter Zauber gucken, wenn du überhaupt. Nee, ich hab was anderes geguckt. Das ist ja noch meine alte Einstellung oder was meinst. Wegen Ziehen, nee, ich kann ja hier einstellen jetzt, das ist ja neu drin hier. Kannst du jetzt Deck durchsuchen oder mehr Karten ziehen, als Funktion zum Beispiel auswählen. Habe ich nur Krug der Gier als Feinkarte? Ja, nochmal die anderen durchgucken. Permanente habe ich Unterschlagung, aktiviere diese Karte nur, wenn ein Gegner außerhalb einer Drawphase eine Karte oder mehr zieht. So, wow, das geht auch nur, wenn er diese normale Monster-Ziehkarte halt drin hat. Und das heißt, dann kriege ich halt, ne, 2 Karten sofort. So, aber dann, Konterfalle gibt es keine mehr. Zauber. Krug der Gier, Topf der Gier verboten. Elegante Wohltäterin verboten.
Emporkömmling Goblin einmal erlaubt, kann ich 1000 LP an Gegnerzahl und eine Karte ziehen oder mein ganzes Deck mischen und dieselbe Anzahl wieder halt reinpacken. Das wäre so eine Notlösung, die man reinpacken kann, aber es ist das magische Hammer. Ja, ist das Einzige, was es gibt, so wirklich für dieses Kartenziehen. So, dann können wir nochmal weiter gucken. Ritualzauber wahrscheinlich nicht, Schnellzauber. Gibt es Krugräuber, du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn Topf der Gier aktiviert wird, also wird bei uns beiden eh nicht aktiviert, weil wir nicht dürfen. Kokon der Ultra-Evolution mit Insektenmonster. So. Machen wir mal weiter. Permanenter. Da gibt es nur die Karte, die ich schon habe. Die könnte ich, wenn, nochmal nehmen. Die habe ich schon drin. Diese bringen mir nicht so wirklich viel. Ich habe zwar welche normale, aber das Ding ist, ich habe die Hälfte davon oder mehr über die Hälfte. Nee, doch ungefähr die Hälfte, ja. Es sind halt Effektmonster. So. Das ist halt das Problem. Das heißt, ich kann diese normalen Scheiß-Ziehkarten gar nicht gut nutzen. Jedes Mal, wenn du 1000 oder mehr Schaden durch einen Karteneffekt deines Gegners oder einen Angriff erhältst, hier eine Karte pro 1000 Schaden, die du erhalten hast. Kannst du nicht vielleicht noch eine Scherbe der Gier oder sowas? Ich kann zwei Scherben noch reinpacken, aber ich weiß es nicht. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, wie oft du sie drin hast. Ich habe das Stream ja passiert. Naja. Ja, ich kann die gerne mehr reinpacken, aber das Ding ist, das beantwortet noch nicht die Fragen, die ich in dem Deck bisher habe. Guck mal, und die Monster, das ist halt. Krass, wie schlecht ich dann gezogen habe die ganze Zeit. Aber es gibt eine, warte mal, welche war das? Die war. Was war das für eine Zauberkarte? Normaler auf jeden Fall. Und. Vielleicht habe ich die hier ja auch noch nicht. Mal kurz gucken. Deck durchsuchen. Ja, das gibt's für Krieger, Harpien. Obersten drei Karten, füge eine von ihnen in meine Hand hinzu. Und da muss ich alles wieder reinmischen. Auf der Gegensätzlichkeit habe ich nicht. Und dann gibt es nur noch dieses Tal der Toten, wo ich schon überlegt habe, ob ich das vielleicht umgehen kann. Weil da gibt es einen coolen Effekt für. Oha. Das ist auch nicht schlecht, Kunst des Beschwörers, aber. Eigentlich wirklich, das wäre sogar sehr, sehr weise, wenn ich das noch mitnehme. Aber für was? Und für den hier. Bringt mir eh nicht so viel, wie man denkt. Bei dem Deck. So, und jetzt will ich nochmal ganz kurz nach diesem Tal gucken. Pass auf hier. Filter zurücksetzen. Jetzt suchen wir einfach nur noch Tal. Nicht mit Doppel-A. Tal. Toll. So, und dann die Zaubergott hier, also auch Zauber und Falle war das. Tempel der Toten, Thronenteil der Toten, wo ist das? Verborgener, nee. Teil der Toten da. Das ist eine Feldzauberkarte, ich habe ja theoretisch keine. Es gibt halt Grabwächtermonster und mehr Sachen. Aber Karten im Friedhof können nicht verbannt werden. Das heißt, die Karte, ich weiß halt nicht, ob das im Friedhof wirklich bedeutet, dass wenn meine Exodia zum Beispiel kaputt ist, ist ja ihr Effekt, dass sie vom Friedhof direkt verbannt wird. Ob das dann auch nicht mehr geht. Das weiß ich nicht. Das wäre halt krass rauszufinden. So. Und annulliere die alle Karteneffekte, die Typen oder Eigenschaften im Friedhof ändern. Halt alles, was irgendwas bei mir versauen könnte an den normalen Monstern, die ich im Friedhof habe, so, wird damit auch geblockt. Also es wäre für Exodia halt Weibel und dann gibt es noch, wo war das? Nicht Grabwächter, ist auch nicht da, verborgener Tempel. Aktiviere diese Karte nur Grabwächtermonster sowohl als auch Teil der Toten. Hätte ich da noch einen Grabwächter, guck mal, kein Spieler kann Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Grabwächter. Monster heißt entweder Grabwächter, also das ist auch noch so zum Blocken von allem, so, das ist auch crazy. Aber dieses Tal der Toten an sich hört sich eigentlich ganz gut an und die Karte hier kann auch einmal raus. Machen wir es einfach mal so, probieren wir es aus. Jetzt wirklich 50-50, glaube ich. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber es müsste 50-50 sein jetzt, weil ich das gesehen habe. Xodius. Nur Freunde. Also die eine Exodia, die das macht, die du, glaube ich, berufen kannst, wenn deine die Teile im Exodia-Teile im Friedhof sind? Ich habe zwei verschiedene drin. Ich habe die dunkle und Exodius, den göttlichen Herrscher. Ich würde sagen, die du eben gespielt hast gegen den Bot da. Gegen den Bot war Exodius, die ich gespielt habe, das ist dieser Herrscher. Und dann gibt's noch die dunkle, die habe ich auch noch. Die kannst du beschwören, wenn sie alle auf dem Friedhof sind, oder wie ist da die... Die Exodius kannst du immer beschwören, sobald du ein Monster im Friedhof liegen hast. Achso. Und ja, die dunkle kannst du nur im Pakt beschwören und dann. Wie ist das mit dem Dingsens, die sie kriegt? Kriegt sie für jedes Exoria-Teil auf dem Friedhof? Echt doch jetzt nicht, oder? Das siehst du doch gleich.
Das siehst du doch gleich, wenn einmal eine Runde ich vernünftig jetzt die Karten. Also wenn das jetzt funktioniert mit dem ab extra Karten ziehen soll, müssen wir gucken. Dann siehst du eh gleich, was der Plan ist. Es gibt nur zwei Wege mit dem Deck. Also du nimmst nicht die Teile auf die Hand, damit du direkt gewinnst, weil du bist kein Unehrenmann halt. sondern du schmeißt halt alle so schnell wie möglich weg, sagen wir so. Und dann gibt's nur zwei Wege, die du halt nehmen kannst. Und die will ich halt zeigen halt, oder einen davon zumindest mal. Aber bisher, wie gesagt, kam ich da nicht zu, weil das Kartenziehen halt einfach schlecht ist bei mir bisher. Und ich halt auch nicht so groß erweitern kann, wenn die Hälfte verboten ist. Sag mal, Tiger, wo bist du eigentlich? Ja, ich habe gerade gefragt, ob ich joinen kann, aber es hat die ganze Zeit Quatschen gewesen. Ja, klar, die ganze Zeit kann schon joinen. Ich hab doch gesagt, ich hab eine Lobby offen. Ja. Was ich halt denke, wegen dem Tal der Toten von der einen Beschreibung, was da drin stand, hat der gesagt, dass Positionänderung im Friedhof auch zugelassen werden. Vom Friedhof auch auf Dings, also denke ich auch nicht, dass es geht, aber ich will es halt ausprobieren, deshalb packe ich es ja rein. So, ich habe mein drittes Deck jetzt genommen, das Anfangs. Daran habe ich schon gedacht. Was hast du gemacht? Ich probiere jetzt das dritte Deck aus, das Anfangs-Benutzer-Deck. Gab es nicht auch ein Anfangs-Synchro-Deck oder sowas? Nee, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall. Ich hab's auf jeden Fall, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall Papier. Und irgendein Pendel-Deck oder sowas. Keine Ahnung, ja. Ich habe einfach nur Enter gedrückt und nicht geguckt, was habe ich genommen. Schere? Geil. Was mache ich jetzt? Ich spiele als Erster. Bist du schon wieder? Bist du immer als Zweites? Nee, jetzt hast du mich auch als Erster gepackt. Aus Versehen, glaube ich. Du wolltest, glaube ich. Okay. Dann habe ich mich verdruckt. Das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Glaub mir. So. Nee. Ach, kann ich ja wieder nicht mehr. Revoken. Ja, ist schon. Ne? Machen wir einfach Ende der Phase. Wir brauchen nicht wieder manchmal. Den Mindestlohn will ich da liegen sehen. Ich find's aber frech, dass du 6 Karten hast halt, ne? Und ich bin. Halt so. Ja, Digga, wer ist Zug? Bald hab ich mehr. Digga. Dieser Giro-Chin ist auch überall drin, wegen 1700 wahrscheinlich, weil er so gut ist. 1700.000 ist schon nicht schlecht für damals. Anhänger Gaming, oha. Angehängtes Gaming. Ich muss mich noch mit den Tasten vertraut machen, mit rechts und links klicken und so. Oha. Ja. Was machst du so? Keine Ahnung. Komisch. Ich bin auf jeden Fall gut aufgebaut. Bist du das? Dann bist du das. Ich denke, dass ich's bin. Aua. Weil du jetzt sagst, nee, kannst du. Oh ja mein sein. Gott! Oh mein Gott, ich bin so hart! Was ist denn jetzt schon wieder in diesem Deck? Das interessiert mich schon wieder. Oh, Brecher magischer Ritter! Ach so. Und der hat eine C-Marke oben. Und falls du dich erinnerst, kann ich mit diesem Effekt eine Karte vom Spiel wählen und sie zerstören. Okay. Und ich nehme deine Scherbe. Das ist frech. Mehr als frech. Los, Brecher, magischer Ritter. Nicht meine mystische. Nicht meine mystische Tomate jetzt bitte. Doch. Hat einfach 20 Jahre gerade gebraucht, ey. Gesehen. Sag mir, what the fuck are you doing, mate? What are you doing, mate? Bis dich. Nach so ein Tomatensack, ey. Bein Gaming? Bein Gaming. Ist das okay, so? Und dann beende ich meinen Zug. Bin ich unversorgt. Hallo. Was hast du für eine Schnellzauberkarte oder was hindert dich hier die ganze Zeit da an allem? Das ist ja so anstrengend. Das hindert mich auf jeden Fall, ja, das stimmt. Das ist eine Karte in meiner Hand, das stimmt auch. Das weiß ich, aber es ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Wie machen wir das jetzt? Machen wir den einfach, weil der juckt mich eh nicht, der Mann. Nein! Du kriegst 500 Schaden durch meine Kette. Kette, nein. Nicht.
Das ist mir egal. Spüre die Kette. Ich hab nichts, was soll ich machen? Ich hab meine Zugkarte zerstört. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall aktiviere ich jetzt mal den Effekt von Scherbe der Gier. Oh. Ich setze eine Karte. Ich setze ein Monster in die Verteidigungsposition. Wow. Du bist dran. Voll im Verteidigungsmodus gerade unterwegs. Gut, dass ich die eben reingepackt habe, aber damit kann ich trotzdem nicht das rufen, was ich rufen will. Dann machst du eine Stufe 5 oder höher. Ja, nee, ich wollte, ist meine Karte Stufe 9, aber geht trotzdem nicht. Ich haben will. Ein normales Monster. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja übel nervig. Ja, juck nicht. Ich brauch trotzdem Monster auf der Hand. Ist klar, ne? Ist klar. Setze wieder eine Karte verdeckt. Und setze das nächste Monster in die Verteidigungsposition. Auch illegal. Weißt du, ne? Das ist illegal. Ja, das hier ist wirklich illegal, Shit. Was ich hab schon wieder. Seid dumm. Und jetzt! Schnellzauberkarte! Meine Fallkarten, ne? Na klar! Stream Sniper! Nee. Doch, das muss ich schon sagen. Das war sehr, sehr, sehr sass gerade. Sehr sass. Bin eh noch eine Runde safe. Hm. Was denkst du denn, Alter? Dass ich das nicht einkalkuliert hätte? Aber trotzdem kriege ich meine Karten nicht, damit ich Karten ziehen kann. Moment, ja, müsste eigentlich einen Bann kriegen für sassy Activities. Mhm. Gaming. Ach, das Tal der Toten. Bringt mir gerade nicht viel. Gaming. Nein, meine Drachen, die in der Höhle hausen! Ey, die hausen so in der Höhle, what the fuck? Selten jemand gesehen, der so in der Höhle aus. What the fuck? Kann so in der Höhle hausen, jetzt mal ganz ehrlich kurz gesprochen. Dann großer Angus in den Angus. Oh, Angus! Nee, für den aktiviere ich hier gar nichts. Aber ich. Meine Schnellzauberkarte, die perfekt zu ihm passt. Digga, die Waghäusige. Wahnsinniges Anstürmen. Er ist nicht eher, schade. So, okay, du hast einen Eber, der da vorne stirbt. Aber die Karte gibt's auch als Monsterkarte, noch diesen Eber. Keine Ahnung. Ja, es gibt jede Karte, die auf einer Zauberkarte ein Monster ist, die gibt's auch so. Never. Muss mal drauf achten, es gibt auch Monster, die du nicht auf Karten erwartest, auf Feinkarten, so einfach Jinzo und so im Hintergrund gefesselt und sowas. Hab ich immer so, hä? Woher? Oh mein Gott, nice. Banner! Ja. Bannerino. Das ist das Ding. Zugkarten würden alles ändern. Hätte ich mehr Zugkarten, aber habe ich nicht. Das Einzige, was ich noch denke, wo du gucken könntest, wegen Zugkarten, wäre halt noch Monster mit Effekten. Naja, aber er müsste rein theoretisch, glaube ich, eher mehr hier Story spielen, um Zugkarten zu kriegen. Naja, die hier zum Beispiel sollte ich einfach mal am Anfang ziehen, so wie wär's denn damit? So. Ich werde jetzt einfach das Duell aufgeben, damit wir es nochmal machen können. Weil das hat ja keinen Sinn, weil ich ziehe jede Karte, die ich am Anfang haben muss, ziehe ich am Ende, falls du es merkst. Und das jedes Game, egal ob ich gegen Bot oder gegen dich spiele. Das muss halt irgendwie, entweder ist es rigged, dass man das wirklich nicht so schnell hinkriegen kann, oder es ist so unwahrscheinlich eingestellt, dass ich das halt in einem Zug sozusagen hintereinander kriege, dass es wirklich nicht geht, sozusagen. Dass es einfach wirklich random ist. Ich weiß es aber nicht. Hab ich es rausgeflogen dafür? Ja, ja. Ich bin gerade dabei. Warte. Ja, ich habe heute nur 3 Ticks. Torb, 1, 2, 3. Nee, warte mal. Ich gehe mal raus. Vorbei. Warte mal, ich guck nochmal ganz kurz, was Torben gesagt hat. Aber was für Effekt? Das Problem ist, die Effektmonster bringen mir eigentlich schon genau das, was ich brauche. Bloß, warte mal. Muss ich gucken. Das geht aber schnell tatsächlich, weil ich mal einfach die Suche weg hier oben. Ne, muss einfach weg. Hab ich ja gestern schon. Ne, zurück. Ach, er hat's schon zurückgesetzt. Als wäre ich irgendwo rumschraube. So, Genre. Wo war
Master um, nein, ich deck mich so um Karten ziehen. Und weil kann man eh nicht mehr anwählen und dann einmal Rahmen. Effekt Monster. Ja, da habe ich auch gestern schon mal durchgeguckt. Da gibt's so ihn halt zum Beispiel, den Gassestudy. Der bringt ja echt wirklich wenig. Achso, okay, der ist okay eigentlich. Mittel okay. Karten ziehen, Kling. Glöckchen, Klingelingeling. Ja, so hört sich das halt wirklich an, wenn du Karten ziehst. Jo, okay. Merke ich jetzt erst, guck dir die Karte mal an. Jo, richtig. Warte mal. Wieder rein, nicht raus. Ja, auch dumm. Alter, die letzten Karten von einem Dings zu finden, ist echt kacke, Von Dings? Ja, vom Kartenshop. Also, Boy, was ich meine, so die letzten Karten, wenn dir zwei Einzelkarten noch fehlen, so. Ja. Also, entweder ich nehme den Oldschool-Heini, den pökelnden oder den da. Aber dafür müsste ich dann irgendwas rauspacken. Ich würde den pökelnden nehmen, keine Ahnung, weil das hört sich nach Essen an. Digga, ich brauche aber so ein bisschen die hier, warte mal, die hier aber nicht theoretisch. Beruhig dich hier erstmal, dein pökelnden. Ich packe hier rein, was ich möchte, ja. Teste mal gerade ein bisschen aus, ob vielleicht Effektmonster mehr wert wären als einfach nur Monster, die mich verteidigen können, eine Zeit lang. Egal, das reicht mir schon. Dann probieren wir es auch. Schnell was reingezogen. So. Ich bin noch am Karten ziehen. Stellen. Bin drin. Okay. Ja, Tom, 1, 2, 3. Vorbei. Ja, sag. Ja, vorbei. Ja, dann. Kennst du die Anspielung nicht? Was ich da anspiele? Doch. Natürlich. Oh, was habe ich angespielt? 1, 2, 3, letzte Chance. Guck bei Pakt mit dem dunklen Herrscher ist auch eine Monsterkarte drauf. So ein Großmeister. Der Stein wird dich schlagen ins Gesicht. Nein. Der Stein wird dich erneut schlagen. Nein. Und again wird er dich die Woche jetzt schlagen schlag mich ins Gesicht. So, guck mal, wie ich jetzt was ziehen kann. Dick, 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 dick. What the fuck, was bist du für ein Monster? Als was spiele ich? Als erster oder als zweiter? Okay. Okay. Okay, okay. Gut zu wissen. Welches Deck hast du jetzt? Okay. Hier, Deck ist das? Ja, welches wohl? Oh! Xyz mit den 12 Dingern, ne? Naja. Ich hab halt nur Standard-Dinge. Vor allem, kannst du mal bitte ein anderes Feld oder so? Sieht voll schön aus. Glaubst du? So wirklich, ja. Übel sexy sieht das aus. Erzähl's dir. Du kommst nicht vorbei! Ja, so klar. Nicht wahr, klar. Schon wieder eine Schnellzauberkarte. Digga, okay. Warum kann man das so erkennen? Das habe ich mich damals schon gefragt, wie die das geregelt haben, aber das haben die nicht geregelt. Ab in die Battle Phase. Naja. Einfach Tomate bloß in anders. Tomaten anders Effekt. Wähle dein Monster zuerst. Ein Fuß. Okay, jetzt bin ich dran. Okay, Fuß.
Fuß? Deine Flügelwache. Kein Fuß. Und ich bin immer noch in der Battleface. Kein Fuß? Und jetzt will ich meine Schnellzauberkarte aktivieren. Ja, wird's einfach mal stürmen, Digga. Willst du das nicht jetzt so gehen? Okay, nein. Endfest. Und Ende jetzt dieser. Kleine Flügelwache in Verteidigungsposition. Naja, deine Dings. Nee, tatsächlich nicht. Nein, nein. Ich mach da gar nichts, nämlich. Also ich, was du machst. Ich spiele Naturia Traubenkraut. Hab ich auch eben gerade gesehen, die hast du neu ins Deck gepackt, du Cheater. Bist du ins Deck gepackt? Ja. Die hatte ich vorher schon. Ja, die ist genau, die ist vorher drin gewesen, das stimmt. Hä? Schau das erste Dings nochmal an. Mach ich mal. Schau den Stream an. Ja, mach ich. Kleine Vögelwache. Riesensteinsoldat. Lange aufgehört, was zu machen. Das ist so dumm. Ja, ich kann halt nichts machen. Das ist halt, weil ich halt wirklich einfach nicht gute Karten ziehe am Anfang. Das ist crazy. Das versaut alles und diese Ziehkarten ziehe ich nicht. Die Ziehkarten ziehe ich nicht. Außer diese und die, dafür bräuchte ich Sachen, womit ich mich verteidigen kann. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, war wieder klar, ja. Leg gerade. Naja. Wo ist los, man? Die eine war richtig, dass ich die am Anfang gekriegt habe. Die andere war ein bisschen spät. Das war eigentlich nicht so wichtig, aber die andere sehe ich gar nicht, diese eine. Kranichkran, Junge, was? Was ist für ein Kranichkran? Hä? Oh nein, wegen Teil der Toten. Stimmt, aber was? Bap, bap, ba. Scheiß auf 3000 in dein Gesicht. 300, ich bin da. 300 in deinen mit Kranich gekramt, Mein Kranich gekramtes Gesicht. Dein Kranich gekramtes Gesicht. Okay. Die Frage ist, geht das jetzt? Die Frage ist, soll das? Die Frage ist, will ich jetzt Gaming machen einfach? Nee, nicht mehr. Ruf dich! Okay, geht auch nicht! Aber nice zu wissen. Gut, gute Karte dann aber auch in dem Sinne. Ja. Weil alles, was aus dem Friedhof geholt wird, oder. Nein, das ist voll scheiße, das ist auch gegen mich! Ich wollte gerade sagen, kannst das ist du doch auch gegen mich? Da kannst du überhaupt dann deine Exodia holen? Das muss ich mal gucken, ob das überhaupt. Ich glaube, ich kann beide holen. Ich lass dich mal ziehen, wenn du. Ich glaube, ich kann beide holen. What the fuck? Ja, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Ich hatte eben gerade einen Plan. Und zwar hatte ich den Plan, dass ich einfach den. Ah nee, das ist ja dumm wegen. Ja, ich muss ja eh jetzt einmal noch ziehen. Du kannst mir ruhig sagen, wenn ich irgendwas lassen soll. Also. Nee, ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Obwohl, doch, es lohnt sich eigentlich immer noch. Aha, nee. Alles gut. Du musst nichts machen, ich mach was. Nee, ich mach schon was. Mhm. So, und jetzt machen wir erstmal Ende der Phase. Erstmal kurz beruhigen. Das ist natürlich doof, weil. Kann zwar nichts verbannt werden, aber es kann auch nicht das Deck wieder zurückgepackt werden. Ich liebe diese Karte. Ich liebe es völlig. Deswegen beschwöre ich sie jetzt. Und ich aktiviere auch ihren Feld. Digga, du hast so Karten, um einfach Karten zu beschwören, damit du XYs knallen kannst. Zurück rein. Ja. So. Aus dem Spiel entfernen. Na, das geht leider nicht. Liest du dir gerade den Effekt durch? Der geht nicht. Der von Chaosreiter. Überlegt sich gerade, welches XY hieß was. Ich glaube auch. Deswegen, ich warte nur drauf. Für deine 2-4 Sterne Monster da. Ja.
Ja, da ist es. Hat gedauert. Ja, ja, ich kannte zwei Exis-Monster nicht. Musketier. Ah ja. Noch nicht mal ein genummertes. Ah ja. Das wird alles aufeinander gepackt. Ekelhaft. Und jetzt aktiviere ich den Effekt. Hä? Du kannst zwei Exis von dieser Karte abhängen, eine Mische, eines Deck. Hä? Ich? Warum kriege ich die Nachricht? Hä? Warum kriege ich die Nachricht? Moment. Oh, schade, jetzt geht das Dings nicht. Ich dachte, dann geht der Kranich-Effekt nochmal. Schade. Okay. Jetzt hat es wahrscheinlich jetzt gezogen, wie das so das wird. Mach den hier mal. Ja, ich hab's mir halt fast gedacht, dass es wieder sowas wird. Deswegen, machen wir es so, würde ich sagen. Nee, so machen wir es nicht. Warte mal. Also den hier auf jeden Fall, aber ich überlege gerade noch, ob ich den hier opfere. Hab ich noch eine Runde. Wie viel habe ich hier noch? Einer ist noch abgelaufen, ne? Bisher? Ja, einer. Ja, dann kann ich ihn auch einfach so. Dann machen wir den hier. Hast du ja meine Karte weggepackt, also weiß ich auf jeden Fall, dass es geht. Ja. So, dann legen wir das hier. Weil eigentlich... Ja, alles gut, alles gut. Ich habe einen kleinen Plan im Kopf, aber wir gucken mal, wie es läuft. Wir schauen einfach mal, ne? Schauen wir mal, was wird. Karte gezogen, das ist ja komplett verboten. Ist auch eine verbotene Karte. Ach, das darfst du wirklich nicht. Darfst du nicht. Weißt du, oder? Hallo, ob du es weißt? Nee, mir reicht's. Ja, nein, nee, mir, oder reicht's mir? Nee, mir reicht's nicht. Nee, mir reicht's nicht. Mir reicht's auch nicht. Mach weiter so. Was soll das? Einfach eine Karte verdeckt setzen. Nee, ja, also ehrlich. Aber man reicht's halt auch. Ja. Die hat eh nur noch eine, ne? Ich überlege halt gerade, wie ich das machen will. kann er erstmal, ja, dann könnte ich das, damit da, in der Theorie ist nicht schlecht. Problem ist nur, ich kann mit der übrigens, falls es dir aufgefallen ist, mit der Exodius kann ich, obwohl kann dir nicht aufgefallen sein, aber mit der kann ich nicht gewinnen. Also ich kann nicht über Exodia den Effekt damit gewinnen. Das geht schon nicht mehr. Sag ich dir nur mal, damit du da schon mal Bescheid weißt. Ja. Das wird nicht passieren. Also das würde ich erstens nicht machen, aber es kann auch nicht passieren. Deswegen halt das Ding. So, ich glaube nämlich... Soll ich mal probieren? Nee, ich chill noch kurz, weil ich will einfach mal den hier kurz machen. Ja, was das ist eh klar, also. Wow, warum? Weil es entweder dein komischer Aqua-Dings so sein wird oder das komische Schild. Du hast, glaube ich, keine Ahnung. Meinst du den hier? Ja, das ist das Schild. Spoiler! Leg gerade, wie ich das. Das rufst du einen anderen. Nee, ich mach mal was richtig Dummes, aber ich will es trotzdem mal machen. Erstmal machen wir den da kurz weg. Der nervt mich die ganze Zeit schon. Bist du nicht mein Ruf der Gejagten? Weil du halt hier einen Platz wegnimmst. So, ja, dann würde ich sagen, beende ich hier mit meinem Zug. Ich hätte angreifen können, aber das Ding ist, wie gesagt, ich kann den Effekt eh nicht so nutzen, wie ich will. Ich wollte was anderes machen. Okay. Also mache ich erstmal nichts mit ihm. Groß. Dann mache ich jetzt eine Flip-Beschwörung. Und wenn der Hund draußen ist,
Okay, kannst du was machen? Nein! Mein Hund. Oh. Nee, um deinen Hund. Okay, keine Ahnung. Alles gut. Zweiter Hund. Gerne. Mach Hunde Gaming. Xis. Hundis. Aber es gibt, glaube ich, nichts Gutes. Hundsies? Gibt's nichts Gutes? Erzähl mir keinen. Vielleicht denkst du es ja nicht gut, aber. Du, vielleicht denke ich das wirklich. Hundsies! Ah, mein Rücken! Was? Und? Passiert da noch was oder werde ich hier alt vorher? Ha. Du wirst alt. Jene. Er geht schon gegen die 80. Seele des Silberbergs, ja, das wird bestimmt was für Hyänen. Was ist jetzt schon wieder für ein Effekt? Gewählte, irgendwas mit Zaubern, Fallenkarten wieder, Digga. Ich hab keine Ahnung. Ein Pro-Spiel, so kann der Zauber gesetzte. Ich kann sie halt nicht angucken, weil sobald ich runtergehe, darf ich sie nicht angucken. Das ist in dem Spiel dumm. Wenn ich draufhalten und dann. Ja, draufhalten. Nein, kann ich nicht, nur wenn ich dran bin. Wenn er dran ist, kann ich sie nicht angucken, die ganze Zeit nicht. Ich hasse das. Achso, okay. Ja, alles gut. Ein Karten, die ich niemals spielen würde, actually. Also Xyz Monster so. Aber wenn ich alles richtig berechnet habe, dann sollte das ja funktionieren, ne? Genau. Dann hat das wirklich funktioniert, wie ich dachte. Wieso? Aber wieso kann ich den jetzt nur. Das ist jetzt komisch, den kann ich nicht setzen. Oh, ich jetzt eine. Achso, ist das jetzt illegal wegen deiner Karte? Hä? Ne, ich hab nichts. Ich glaube, es ist von dem Krug her. Der steht ja in deinem Zug, kannst du. Warte, ich guck mal ganz kurz. Du kannst keine Karten setzen, achso, setzen. Ah, ich verstehe, aber perfekt. Nee, alles gut. Verstehe. Jetzt muss ich nur ganz kurz die hier noch legen. Ja, oh Gott. Ey. Machen wir es halt so, juckt nicht. Victor, du Ekel. Ich kann keine setzen. Ich kann welche beschwören. Mein Monster hat zu viel Verteidigungspunkte. Leider ja, deswegen greife ich auch nicht an. Wäre halt schlau gewesen, hätte ich angegriffen, aber wie gesagt, ich will mit der hier eigentlich eh nicht mehr so viel machen. Du kannst sie zwar da liegen lassen erstmal, weil mit der könnte ich auch noch was machen vielleicht, aber es ist halt. Es ist dumm, weil dadurch, dass ich eine Karte, also falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich hatte, da ist es nicht, den Mittelteil von Exodia auf der Hand. Und wenn du den auf der Hand hast, ist vorbei mit Exodius, dann kannst du nicht mehr damit durch den Effekt gewinnen, weißt du? Mhm. Das ist halt das Ding, was halt so kacke daran ist. Nice. 500! Oh. Sagst du dazu? Kannst du meine Xyz-Monster zerstören? Nee, du kannst eine Karte wegpacken, soweit ich weiß. Ja, aber das bringt nichts. Du bringst nichts. Ja. Dann, machen wir das halt. Was ist das Bein weg? Hä, alle? Ach so, hä? Ich dachte, du kannst eine davon runterschmeißen. Nee. Ach so, ja gut, dann habe ich das falsch verstanden gerade. Was war sonst so der krasse Effekt? Ey, du hast ganz kurz mehr ATK gekriegt, ich hab's genau gesehen. Das war das für jedes Windmonster. Ich hab kein Windmonster. Ich. Achso, du hast. Ja, dich selber, du Arschloch. Ja. Hä? Dass das überhaupt geht, ist eine Frechheit. What the fuck? Was ich selber. Nee, ich bin auch eins. Mein Effekt geht für mich selber. Warum steht da nicht für dieses und alle anderen oder was? Ich meine Tomate. Ich meine Tomate. Mach es nicht. Der schiefe Krieger. Digga, meine Tomate! Sing. Nee, ich brauch keine Tomate gerade. Nee, noch eine. Ruf der Jagden! Nein. Mach deinen Job. Hey, nein. Ey, gleich tut's weh auch für den Tiger, muss ich sagen. Hey, what the fuck? I don't care about this game so. Er spielt mit einem normalen, erstellten Deck. Ich muss hier mit Nutzerdefinierten spielen. Was kriege ich hier für einen Hurenscheiß? Was ist daran so schlecht? Oh, Mann. Das ist benutzerdefiniert.
Ja, es ist also ein Ständerdeck, das an sich 90 gut Prozent, funktioniert. Was man 90%, wo ich 90% der Karten gar nicht spiele. Naja, was krieg ich dafür, dass du dumm und scheiße bist? Hey. Fuck, was hat das eine mit dem anderen zu tun? ja, jetzt haben wir ein Problem, weißt du? Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Weil das Ding ist, ich habe alle Karten schon im Friedhof. Alle Karten schon im Friedhof, die mir was bringen würden. Und alle anderen liegen noch, weißt du, was ich meine? Das ist das 508. Karte. Weg mit meiner Ausrüstungskarte. Schade, Digga. Mach ich nix, ne? Mach ich nix. Du bist aber gerade nutzlos. Oh, Junge. Ja, ist halt jetzt schon. Guck, das ist. Ich habe in einer sehr dummen Reihenfolge gezogen. Eins würde ich da noch versuchen, gerne, auf jeden Fall. Solange das jetzt vor 24 Uhr noch passiert. Ja, achso, ich bin dran, ne? Wusste ich gar nicht mehr. Ja, ja. Sorry. Setz mal alles in Angriff. Ja, mach mal Sachen jetzt. Da liegt eine Karte, die du zerstören kannst. Da liegt noch eine Karte, die verdeckt ist, die ich so gelegt habe. Da liegt eine Karte, für die habe ich gut ein Tribut geopfert, aber die könnte man ja auch mal aufdecken. Weißt du noch, welches war? Gut. Da, ich zeig's dir. Und hier liegt dein Schild! Das ist korrekt, ja. Wow. Perfekt. Mehr wollte ich nicht. Das ist extra das andere. Schade. Das ist das andere auch ein Schild? Ich weiß gar nicht mehr, ob du dafür was geopfert hast. Nee, nee. Ah, der jetzt bräuchte ich, keine Ahnung, Raigeki oder Blitzeinschlag oder Schwarzes Loch oder... Nein, nein, jetzt gerade am besten nicht. Wäre richtig dumm, wenn es jetzt was. Oh mein Gott, darf ich deine Exodie zerstören, wenn ich's... Im nächsten Zug? Im nächsten Zug? Ja, also wenn ich dran bin. Das ist frech. Ich glaube, actually, ich würde schaffen, deine... Na, jetzt nicht mehr. Ach so, hab ich... Doch, ich glaube, ich würde es schaffen. Hast du 4K, oder was? Nee, aber ich glaube, ich würde es schaffen. Ein Effekt oder sowas? Natürlich, nämlich gepanzerte Biene. Und was kann gepanzerte Biene? Richtig. Halbieren, ne. Weg mit deiner Exodia. Wow. Also, und weil es einfach witzig ist. Wir zeigen dir die Macht. Keine Ahnung. Und die Leidenschaft. Okay. Und wo? Bei mir passiert nichts. Ach, jetzt passiert was. Ich wollte schon sagen, hä? Wie lange hat das gedauert? Hast du an Anti-Leuchten darin? Was? Keine Ahnung, was da kam. Ich habe ihn einfach... Irgendwas gepanzertes Ziel. Keine Ahnung, was das sein soll. Habe ich jetzt nicht gelesen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, ja, wenn ich deine Exodie darf ich nicht zerstören. Ja, mach doch. Mach doch einfach. Okay. Ich hab doch vorhin schon gesagt, ich habe für die eigentlich keine Verwendung, weil ich dann tot bin. Ja, weil du dann tot bist, ja. Ja, dann verändere ich das kurz. Ah, okay. Perfekt. Wenn ich jetzt noch sterbe, wäre doof. Immer diese Spiegelkräfte. Das ist ein kräftiger Spiegel, Alter. Hä, dein Bieneneffekt ist weg. Ja, natürlich. Alle Effekte, ach so, das ist nur so lange der damit liegt. Nee, nur bis Ende des, bis zu meiner Endphase. Lass die mal im Friedhof, die im Friedhof sind. Lass die Toten ruhen, okay? Ich schmeiße jetzt sogar extra ein Monster ab, was mir nichts bringt, das abzuwerfen, wenn du verstehst. Pass auf. Wann kommt der Damage? Jetzt noch nicht. So, Exodia einfach so kurz vor meiner Nase stehen geblieben mit seiner Faust, während du wartest, bis du... Oh mein Man Gott. Müsste wirklich, ist mir aufgefallen, anhand Lol. Der Karten, die du da hast, entscheiden, welche Exodia du nimmst. Weil, wenn ich die andere hätte, also die hätte ich theoretisch... Nee, hatte ich nicht. Stimmt. Hätte ich die ziehen können so? Nee, hätte ich auch nicht. Alter, geht das? Geht dies? Schauen wir mal. Aber hättest du Flippe schwören müssen, mein Jutze? Nee. Oder was? Wolltest du machen? Ach, du willst tauschen, oder? Die Kontrolle bietet man uns übernimmt. Ja, also, du musst mir eins anbieten. Oh. Schade. Ich dachte, ich darf mir eins aussuchen. Achso, ich darf mir auch eins aussuchen. Hä, ich wollte gerade sagen, ich biete dir gar nichts an. Starker Damage, du hast keine normalen Monster im Friedhof. Daran nichts.
Hä? Ich habe aber genug in meinem... Drei sind dann im Friedhof. 500, also... Nee, 1000... Warte, doch, 1000 pro. Ja, ja, 1000 pro. Du hast Defektmonster drin halt. Und normale Monster. Ich dachte, ich muss sogar auswählen, wo er wieder hinkommt. Guck mal, mir da 4-5 ist. Ich habe ihn jetzt geboostet. Weil das Main-Teil geht ja nicht bei ihm sozusagen. Das bringt ja nichts, ein Effektmonster. Falls dir schon mal aufgefallen ist. Ja, jetzt kann ich dich ja zerstören, aber... Ja, ich kann eh diese Runde nichts mehr machen, deswegen nichts anderes mehr als... Also das ist halt der anstrengende Weg mit dem hier. Hier schmeißt dich selber auf den Friedhof. Kannst dich nämlich nicht verbannen. Ja, also das halt, das geht halt easy schnell. Ich sehe gar nichts mehr. Also es geht halt easy schnell, wenn man halt eine richtige Hand hat dafür. Aber ich will jetzt mal auf die... Warte, mach mal anders. Ich mach kurz zwei Karten weg und tausche die aus. Für die andere Exodia, pass auf. Oh, meine Ohren, Digga. So. Und zwar würde ich... Wo ist es? Da. Also ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt mir keinen richtig... Spaß, actually. So. Das ich hatte jetzt mit keinem dieser Benutzer, benutzerdefinierten Decks Spaß. So. Ah ja. Okay. Gaming auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall habe ich neue hässliche Xyz-Monster gesehen, die ich mein Leben lang wahrscheinlich nicht mehr angreifen werde. Aber... Ja, aber so passt mir eigentlich so. So, muss reinkommen. Ja, warte, ich bin gerade. Digga, die Decks, die du da hast, also ich sag dir ehrlich, die sind ja auch wirklich dafür da, um die KI jetzt am Anfang schon zu scheppern, ne? Und du hast so viele Karten, die so versauen sind die ganze Zeit, das ist krass. In egal welches Deck du spielst, selbst das standard normale Deck hat so viele Karten, die dir so viel versauen. Crazy. Ich versuche. Ah, nein, ich habe eine Sache vergessen. Oh, ohne die kann ich gar nicht. Ich mach grad. Ohne die konnte ich gar nicht. Ist mir aufgefallen, dafür muss mal kurz er hier gehen. Boom. So. Den ziehe ich eh nie irgendwie die Karte. So. More Player, würde ich sagen, wäre das. So, Exodia, Freunde. Ich bin gerade in der C-Animation. Mach so jetzt. Okay, mach ich zieh noch mal. Okay, ich zieh noch eine halbe Stunde weiter. Nee. Ist nicht das, was man will. Das, was man muss, was du da gerade machen wolltest. So. Ohne das kannst du das Spiel nicht vernünftig spielen. Ja, Starterdeck. Keine Ahnung. Es wäre geil, wenn es ein Synchro-Deck oder so geben würde. Ich glaub, gibt es, aber da musst du, so weit wie ich sein, Weevil Underwood einmal, glaube ich, selber als Weevil machen und dann kriegst du das, glaube ich. So, ja, ich nehme Schere. Gleichzeitig genommen. Damit keiner eine Chance hat, irgendwas zu jerken. Ich spiele jetzt mal das Abwechslung. Okay. Sag mal. Oh, what the fuck? Okay. Hab ich schon wieder in der Hand, Digga. Ich fang an, ne? Also, ja. Okay. Meine ist. Okay. Okay! Yo. Damit beende ich meinen Zug. Okay, das lasse ich, muss ich schnell fertig machen. Oh man. Nein, muss ich. Musst du. Flipkarte. Nee, missklickt. Actually missklickt. Ja, ein Flipper. Dann bände ich meinen Zug. Oh, nice! Nee. Nicht nice. Was? Das habe ich ja geopfert für. Ja, Gravi-Spaßdrache. Junge, das war ja anstrengend. Vielleicht wie es ist. 2-4, Digga, aber wie kann man so Glück haben am Anfang? Ein Gravi-Stoß machen. Digga, auch ein Opfer für. Das ist auch 2-4 mit einem krassen Effekt, ne? Wenn du eine permanente wegwirfst, kannst du Monster kaputt machen. Auch nicht schlecht. Aber jetzt kannst du erstmal 4 Karten ziehen. Mach ich. Ja, für früher ist das wirklich gut. Also 2-4.
nicht mehr vorbeigekommen. Da musstest du halt Dings usen. Ja, warte mal, lass mich überlegen. Sieg gebuchst. Okay, das ist eigentlich. Dann machen wir das so. Sag mir, wenn du fertig bist, ich schau so lange was auf den Anime-Kanälen. Hallo, ich aktiviere da voll den Effekt. Ich schmeiß es nämlich einfach Exodia Necros wieder ins Deck. Der pökelt, der Hauptmann. Kennst du den? Der pökelt. Naja. Ja, der pökelt. Der pökelt. So, der ist halt am Pökeln. Den muss ich aber beschwören, damit er pökeln kann. Dann lasse ich ihn mal pökeln. Okay. Das war mein Zug. Ja, kannst du. Okay. Oh, what the fuck? Water zu dem Volk? Oder? Okay. Ja, ich setze nur eine Karte in Verteidigungsposition und du bist dran. Dank dir. Machst du das bitte auch? Ja, dauert immer ein bisschen. Ja, ich weiß. Weil Spieler zu Spieler. Bisschen langsamer, sagt man, ne? Langsam. Österreich nach Deutschland. Deutschland nach Österreich. Ach, ich hatte ja Dings gezogen, ja, stimmt. Ah. Das wäre krass gewesen. Hätte ich dadurch Monster gezogen zum Beispiel, wäre schön geworden. Echt schön geworden. Aber so ist das echt anstrengend, sag ich dir wirklich. Müssen wir jetzt erstmal zu warten. Ein bisschen entspannen. Zeit für mich. Scherbe, Dagi. Und ich opfere mein nächstes Monster. Und hole damit meinen Feuerflügel Pegasus in Angriffsposition. Dann finde ich es aber auch nur fair, wenn du dafür nicht ziehen darfst. Oha. Na klar. Sonst wäre es ja unfair. Dann lege ich noch eine verdeckt. Das finde ich unfair. Ding. Eine Runde habe ich noch Ruhe. Ach du Heilige. Was ist denn hier los? Du Heilige, was krieg ich denn hier? Willst du eigentlich jetzt so was testen oder spiel mich jetzt auf Ernst? Weiß nicht. Kannst du auf Ernst spielen jetzt gerade? Noch? Also noch ist okay. Sag dir Bescheid, wenn es nicht mehr okay ist. Okay. Ich spiele. Ja? Fechtendes Feuerfretchen. Oh. Und beende meinen Zug. So. Jetzt bist du meinen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Ich tatsächlich, ja. Stimmt. An so starken Monstern kannst du nicht vorbei. Oh. Richtig. Kann ich auch nicht, deswegen muss ich es aus dem Weg räumen. Und die lässt du schön da liegen, ne? Nein, nein. Nee. Welches Monster willst du, hä? Welches Monster willst du, hä? Welches ist es? Hä, welches ist es? Ach, nur das offene. Ein offenes Monster. Ich dachte, du kannst die anderen auch. Ja, da report ich. Ich musste. Was kannst du? Ich musste es wählen. Ich konnte es nicht mal annullieren. Ich musste wählen. So. Anstrengend. Dann... Ebenstangen? Nee, wir haben... Oder der Ebenstangen? Wir machen das doch. Ebenstangen? Wow. I hate it. Gamer Move, aber diesmal ich nichts Monster. Dafür aber keine zauberen Fallen, wie du siehst. Nur eine. Ich zerstöre jetzt all deine Monster. Mm-mm. Doch. Eh nicht. Blackout! Ja, also klar. Ja, Digga. Waren nur drei Teile, die da lagen. Alter. Und ich bin immer noch am Zug. Das heißt, ich setze Banner des Mutes. Und ich habe noch nichts beschworen und setze große Angriffe.
So. Angus, der echte. Und Angus greift deine Lebenspunkte direkt an. Was macht Angus so Sachen? Junge. Kann er mal ein bisschen abchillen? Kann er. Angus. Aber der ist richtig angry, wie du siehst. Ja, ja. Der hat auch seine Klauen geschärft. Geh mal nach Hause, du Arschloch. Als ob. Warum nicht? Warum nicht, ja? Warum nicht? Wieso schon? Ja, weil ich Bock drauf hatte, was soll ich machen? Hör auf, Bock drauf zu haben, ey. Ich hab ein bisschen gegameplayt mit dir halt. Was soll ich tun? Brauchst du deinen Teil der Toten noch? Ich persönlich brauch's selber gar nicht, aber es ist halt gegen dich. Oder was? Ach so, für den Mann. Ich bin halt ein Brecher. Du brichst, oder? Wir brauchen. Wow. Der Bann ist weg. Und jetzt Brecher magischer Ritter, greife in deinen 1800 Angriffspunkten sein Monster an. Richtig. Das ist lustig. Natürlich, ich muss es tun. Ich hatte zwei Karten im Kopf, die ich hätte ziehen können. Ich habe die richtige. Oh Gott, ey. Vielleicht drehe ich um, Alex. Der geht gar nicht, kann man nur einmal ins Deck packen. Wäre auch OP. Stell dir vor, zweimal jedes Exodia-Teil im Deck. Ja, der Werehunter zum Beispiel. Aus der Serie, falls du dich erinnerst. Genau das wollte ich, oder die andere davon. Der nur Exodia-Teile damals hatte in der Serie, falls du dich erinnerst. Glaube, ja. Glaube ich Irinere, wenn ich mich nicht irre. In nächster Runde muss ich jetzt mal entweder was Vernünftiges ziehen oder was Vernünftiges ziehen halt. Na, ist halt so. Ich hab nicht mehr viel Chancen gerade. Du zögerst, wie schon gesagt, deinen Tod gerade nur hinaus. Ist korrekt, ja, das mache ich gerne auch. Steh bei, Phase 8, so, du kannst schon was sagen. Okay. Und Tor okay. Phase 8, das. Ja, man hört das. So. Aha. Mhm. Das schöne Tsunami bräuchtest du jetzt. Ja, ja. Riesen Tsunade heißt das irgendwie. Das ist, also, ja. Das ist nicht mehr erlaubt. Darf man nicht mehr mitnehmen. Ja. Darf man einfach nicht mehr mitnehmen. Ganz schön. Ganzen schönen simplen Karten. Ja, vom früher noch. Mhm. Schwarzes Loch für ein Monster. Was soll ich denn machen, Digga? Ich hab nichts anderes. Ach Gott. Hä? Ah, dein komisches Exodia-Dingsbumster. Der falsche erstmal. Ja, danke. Der ist ein Türsteher. Aha, du bist übelst am Denken, ja. Ey, sagt sich halt ja mein Bruder, der ist da hinten am Schlafen, also. Seid so am Denken, ey. Was denn, Scheiß? Oh nein. Bist du mit deinem Gravi-Stroß hier? Das ist halt die einzige Karte, die dir die ganze Zeit hilft, Junge. Oh Mann. Reicht. Ich wollte meinen Gravi-Stoß drachen. Es reicht. Ah, da hat er auch wieder eine Karte, Digga, ey, wirklich. Ah, lol, Digga. Das Spiel, geil. Das war so klar. Cringe. Oh Gott, für null Artig, Jan. Sehen wir schon mal hier. Oh Gott, ey. Tja. Dein Zug ist noch. Ich bin dran, sorry, ja. Hab ich hab grad nur geblockt. Fuck, der hat schon zwei Marken. Oh. Hab ich drauf geachtet. Ja. Hätte schon ziehen können. Ja. Das reicht mir. Du bist. Riesiger Stein. Egal, ey, aber was ist, wenn ich mehr Marken kriege? Ich glaube, du kriegst trotzdem nur zwei, weil du, da steht ja maximal. Zwei oder mehr auf den Friedhof legen, ja. Guck mal.
Kannst du es gerne noch machen, ich kann es eh nicht. Ziehe zwei Karten, es steht immer ziehe zwei Karten, da steht nichts anderes. Deswegen. Und? Sind es gute Karten? Verteidigungsmodus-Karte auf jeden Fall, die ich setzen kann erstmal. Okay. Weckheit, die waren. Der Riesensteinsoldat liegt da. Wow! Er übertreibt maximal seine Lage auch. Ja, so, wir sind Banner. Ich setze nur ein paar Banner auf. Ein paar Banner hochziehen für die Jungs. Ah, das war ein bisschen dumm, aber ist auch nicht schlimm eigentlich, dass ich das gemacht habe tatsächlich. Ja, Motivation für meine Leute. Ich gehe nämlich in verdeckten Verteidigungsmodus. Oh Gott. Motivation für meine Leute. Hast du aber recht. Du hast deckt deinen Riesensteinsoldat auf, Tage. Das ist aber kein Riesensteinsoldat. Was ist es dann? Du fährst ein bisschen zu wenig Verteidigung, das ist ein. Bist du jetzt so zu mir? Hä? Hm? Warum bist du jetzt so? Keine Ahnung. Hm. Warte, muss weg. Ja. Okay, ist dann gern. Sein Gehen. Ich überlege gerade. So, so ein Node. Obwohl, was heißt so ein Node? Kann ich eh nicht in deiner Dings machen? Passt schon. Alles gut. Ich weiß, dass ich sowieso nicht an der Dings vorbeikommen werde, deswegen. Unfairs Shit. Unfairs Shit. Los mit meinen Bannern! Oh lol, okay. Ohne deine Banner. Nein! Doch, ich habe aber auch meine Spielkraft dafür geopfert. Und du kriegst Karten dafür. Ja, okay, meine Banner leben noch. Mhm. Spalt. Ja, dann setze ich nochmal zwei Karten verdeckt und dann bis. Obwohl. Ich tribute meinen Menschenfresser für meinen Flügel Pegasus. Immer wieder. Pegasus, hier Pegasus. Nein, der weiß. Das ist ein majestätisches Monster, lass es. Das erinnert mich irgendwie gerade, wenn ich an Pegasus denke, denke ich irgendwie an Beyblade zurück. Überleg gerade. Dann tank ich einfach. Dann tank ich einfach. Oh. Okay. Sehbar. Keine Ahnung. Ende der Phase drücken. Könnte ich tun. Easy win. Ein bisschen easy win, Junge, er hat schon wieder zwei Banner da liegen, weil er sie wieder gezogen hat. Ich spiele die Zauberkarte Schwarze Anhänger. Schwarz zusätzlich aktiviere ich die Karte Kampfgeist. Und booste mein Monster bis zum Tode. Und greife dich extra nicht an, weil sonst wäre das Game over. Wahrscheinlich. Nee, aber. Du kannst gut rechnen, muss ich sagen, Tiger. Mein Monster hat jetzt. Mein Monster 3050 ATK. Danke, danke, Torben. Du hast hiermit bewiesen, dass du kein Yu-Gi-Oh! Kannst. Wegen den Bannern hätte ich plus 400 Angriffspunkte bekommen und ich wäre 200 ATK drüber. Danke, Torben. Ja, und dein Monster hat 1200. Mein Monster hat da 3000. Was? 3050. Mit den Bannern 3450. Das wäre sein Tod gewesen. Nein. Oha. Ja, natürlich. Nein. Voll bei dir aber auf, ne? Oha. Danke für die 500 Schaden noch aufs Haus. Gerne. Weil du musst mal bedenken, der Seimons hat immer noch 1200 ATK, aka du hast nicht über 3000 Schaden. Ey. Einfach umgedreht den Arsch. Wäre das ein Flip, wäre das voll krank für mich gewesen. Ja. Ich war es ein Flip gewesen. Oder Flammenpatschi.
War auch damals eine strong Karte, auch allein wegen ich hatte kam ja, gehört halt zu den klassischen normalen Karten, die halt eine hohe, zu der Zeit hohe ATK hatten, eine relativ hohe und ne, doch eben keine Def. Okay. Muhaha. Ich hoffe, ich ziehe jetzt mal Muhaha. Ne, ziehe ich nicht. Wenn Muhaha da mal drin wäre, wäre ich sehr dankbar. Muhaha. Aber Muhaha ist da leider nicht drin. Muhaha. Der pökelt jetzt woanders. Ach Gott, ey. Wieder so eine Mauer, ey. Tja. Du wolltest beide Karten verdeckt, ich lege beide Karten verdeckt. Wo ist das Problem? Richtig. Also wirklich. Nur beschweren kann sich der Junge. Oh. Ja, kann ich auch. Wo hat Gaming-Karten langsam mal so zum Ziehen oder so? Ja! Genau! Hey! Die goldene Mitte. Warte. Den anderen. Sie nehmen dürfen auch noch. Eigentlich waren beide nehmable. Ah, die Karte, die wieder 1000 Jahre zu spät kommt. Ja, genau. Die kommt jetzt bei 12 Karten. So ist sie immer. Dass du die halt echt nicht am Anfang kriegst. Das ist sehr traurig. Ich denke, ja. 22 Karten auf meinem Friedhof und ich habe schon 8 wieder reingepackt. Maulheiten was alles. Unverschämtheit. Kriegst du für eine andere Karte? Ja. Ja, kann ich nicht mehr nutzen, glaube ich, die Karte. Keine Gefangenen, Junge. Hatte ich auch eine Zeit lang in dem anderen Ding. Du denkst, du kennst alle Karten von meinem Deck. Mal sehen. Ja, kennst du. Ach, Digga, ich werd getrollt vom Spiel. Immer dieselben Karten. Wahrscheinlich das ist die letzte Karte, die wirst du brauchen. Ist wahrscheinlich ganz unten im Deck. Weiß ich nicht. Ach, schon wieder die Armee. Ah. What the fuck? Dachimek Lachlach. Hält aber nicht mehr lange durch, also. Guck mir mal die Karten an. Es darf jetzt wieder umgedreht sein sollen jetzt. Warte, dachte ich mach Counter-Logic Gaming mit dir und du greifst den anders an. Ich durfte die goldene Mitte nicht angreifen. Schade. Brauchst nix. Ja boy, wir jetzt langsam eng, du hast mehr 5 Karten. Kannst du nicht deine mittlere und rechte Karte jetzt aktivieren, oder habe ich mich verguckt? Sag mal, das tut ja, falls du die 5 Karten. Okay, jetzt hast du. Und den Necros. Okay. Jetzt gehe ich halt in eine Battle Phase. Weil ich halt deinen 2000er an, was der da liegt. Oh ne, nie können! Junge. Und dann sag ich Ende der Phase halt erstmal. Okay. Ding ja noch andere Monster hier bei mir. Ey! Der hat voll die Arschlochkarte da drüben. Ey! Der will auch auf seine 5 Karten runter. Digga, der Report ist so unterwegs in deine Richtung gerade, ne? Report ist raus. Ja, der hackt schon wieder, siehst du das? Ja, Digga, wie selber zu hacken. Wie sehr will zu hacken, ist die Frage.
Was ist das nochmal? Ach ja, die ist ein verbannen und dann einholen. Nee, das meine ich nicht. So das? Das, was er gerade gemacht hat. Für einen Gefangenen. Da kannst du immer Leute for free oder anrufen, das ist komplett okay. Immer wieder weg. Japans hatte. Los, Flamme Pachi. Wie der. Los, Drache, nee, der in der Höhle hast. Das ist halt, wie gesagt, du hast keine ein Deck. Du hast ein Deck gegen alle Anfangsdecks, die man machen kann. Das ist, du kannst alles zerstören, du kannst jedes Monster zerstören und du kannst jede Zauber- oder Feindkarte verhindern. Das ist dein Deck. Ja, ich hatte halt echt eine Karte, wo. Ja, das meine ich halt, deswegen macht es halt keinen Spaß gegen halt so vorgefälschte Decks. Das ist halt das Problem. Deswegen kann man halt sowas, aber ich hatte auch wieder einen Dreckszug. Ich würde ein schnelles noch, okay? Ach Gott. Ja, den letzten Test, weil dann kann ich es abändern. Dann weiß ich, dass auch auf jeden Fall kacke ist. Kannst du es nicht schon abändern? Naja, bringt halt nichts, weil ich diese Zugkarten nicht kriege am Anfang. Ich habe 4 Karten extra gekriegt und trotzdem, dadurch, dass ich einen Zug gemacht habe, einen kompletten Zug eigentlich wieder rückgängig gemacht, weil ich danach eine neue Karte gekriegt habe, die ich hätte nutzen können. Das ist halt das Problem. Ich verstehe den Sinn deines Decks kaum oder gar nichts. Ja, da muss man sich auch erst reinfuchsen, bevor das checkst. Das Einzige ist, dass du wahrscheinlich eins dieser komischen Exodia-Karten zum Ende totbuffen wirst. Nee, also jein. Also beide sind für, es gibt 2 verschiedene Wege, die du gehen kannst normalerweise, je nachdem wie dein Gegner halt spielt. So, und wenn ein Gegner halt zum Beispiel wenig Karten hat, die zum Beispiel jetzt Monster einfach, wenn die angreifen, so aus wie Spielkraft, Sakuretsu-Rüstung, wenn der das nicht mit hat zum Beispiel, dann ist halt Exodius gut. Weil Exodius kann halt einfach komplett draufgehen, so. Und, ne, der kann draufgehen, wenn du keine guten Fallen hast, fickt er dich halt übel weg, weil er macht jede Runde pro Angriff, wenn du nicht seine Angriffe verhindern kannst, schmeißt er einen Teil weg, wenn er alle 5 Teile weggeschmissen hat, gewinnt er automatisch. Ganz einfach. Er kann bis zu 4000 extra kriegen, mehr nicht. Und jetzt erster. Der andere, der dunkle Nekros, der kann, wenn du ihn hast, wenn alle Teile auf dem Friedhof sind, kannst du mit ihm jede Runde abwarten. Je früher du ihn kriegst, desto besser halt. Ne? Also du musst halt so schnell wie möglich eigentlich halt, deswegen meine ich, ich brauche spätere Karten, wo ich so im Deck suchen kann und was rausschmeißen kann. Zum Beispiel Verstärkung für die Armee bloß für andere. Verstehst du, was ich meine? Okay. Scherbe. Ein Monster. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man das dann jetzt. Ey, jedes Deck musst du halt anders spielen mit diesen Karten, deswegen wird immer. Ja, du hast halt nur starke Angreifer, das ist eh übel eklig. Schwatter-Anhänger. Egal, wen du ziehst, so alle über 1-6. Das ist halt eklig. Bisschen ekelig ist schon. Ding. Okay. Okay. Okay, jetzt übertreib nicht. Eine Karte noch, so muss das. Soll ich das noch machen? Ich muss einen Zug machen. Ich kann sonst nichts legen gegen deinen 2300er im ersten Zug, was auch wieder richtig Sinn macht, Digga. Hast du so eine Decks, die einfach nur darauf beruhen, so wie es wie als Tyranno-Deck, Digga. Da brauchst du eine Spielkraft, die ganze Seite leer. So, what the fuck. So, aber trotzdem, das ist. Ich finde die Decks so, deswegen finde ich Finstere Welt und so geil, weil die haben halt so, da musst du Gehirn für haben. Und wenn du was kriegst, musst du umdenken, weißt du? Denkst du, rechts sind schon mal auf dem Friedhof. Hey, heiliger Bastard. Hä, das kannst du noch, vor der Schadensberechnung noch schnell machen, das wusste ich gar nicht. Steht aber gleich mit Wei, ne? Ja. Nee, aber auf das der richtigen Karte steht das, glaube ich. Das ist eine Schnellzauberkarte. Die kannst du rein theoretisch halt. Danke, dass die Karte mir eine neue gibt. Das ist ziemliches Gaming tatsächlich. Meine Hand sonst ist ziemlich
voll, wie Torben gerade sieht. 500 Damage. Dafür lege ich eine Karte verdeckt, mein Sohn. Mach das. Jetzt greife ich nicht direkt an, das wäre. Vielleicht Selbstmord, ich weiß es noch nicht, weil du hast ja nur Karten, die 1000, was weiß ich, 2000 sonst was haben. Ah, Herz des Bastards. Hast du auch zweimal, nee, dreimal hast du die, glaube ich, sogar im Deck. Richtig. Keine Ahnung. Ja, ja, doch, doch, doch. Weil du, das ein vorgefertigtes. Das geht. Das ist ein komischer Apfel da. Tomatensohn. Was eine Tomate ist und aussieht wie ein Kühl. Tomatolix. Das ist von der Tomate der verbotene linke Arm. So. Tomatos, und dann so, pum, so eine Riesentomate, wie bei den Ojamas. Stell dir vor, Exodia Be-like mit diesem Tomatenkopf, ey. Okay, Junge. Oh Gott, ey, das wär's. Junge, Junge. Wär schon witzig. Das sag ich dir. Hey! Mann! Oh lol, ich kann den Effekt aktivieren und nochmal angreifen. Cheats. Weil ein Windmonster draußen liegt. Cheats aber, ne? Weißt du, oder? Mhm. Deswegen habe ich so viele Elementkarten auf der gesagt. Sangon. Sangon der Samen, Ja, einfach halt Sangon. Nenn ihn einfach Sangon. Kriegst halt 700 in der Fresse. Oh, Köpfelsten. Yes. MC Köpfelsten, ich bin da. Die Karte jetzt, die du gezogen hast, von ganz links einfach nach ganz rechts. Sasa. Was ist nicht? Okay. Eigentlich nicht. Nee. Außen ist geblieben, wo er war. So, jetzt die Frage. Mache ich mal den hier, oder? Ja, komm, Gaming. Noch eine Tomate. Ach, krass, ey. Die dritte Tomate. Sie kommt, um euch zu richten. What the fuck, ey. Tomate. Übertreib doch deine Tomate. War der geschickt von Tomate, Tomato Giganto, deswegen greift er jetzt einfach an und macht erstmal deinen Doppel-Attack-Sonder weg. Oha, mein Doppel-Attack-Sonder. Naja, finde ich voll unangenehm, ist der aber. Ich mache jetzt Ende meiner Phase einfach. Was heißt denn jetzt davon? Ui! Nee. Ich setze das mal eine Karte verdeckt. Na, schwarzes Loch, Digga. Ja. Komm. Nuttenkopf. Krabi Stoßdrache. Ach, nee. Wie immer. Eigentlich wie immer. Und Krabi Stoßdrache zerstört seinen letzten Tomatenschill. Junge, Tomatolix. Und ich schätze mal, deine nächste Karte wird Schwert des irgendwas sein. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es wird Schwert der Teufel irgendwas sein. Ich habe einen Plan. Nur das ist halt dumm, ne? Also, das ist das Ding. Der ist halt dumm. Also, bin ich auch jetzt sagen, ganz ehrlich mit dir. Der ist halt dumm. Aber, ne, ich sag's dir auch wirklich ehrlich, ich sehe uns beide da nicht. Ich sehe uns beide da gerade auf dem Punkt nicht. Piss dich mit deinem Gravistoß. Ich will endlich meine Feldzauber haben, damit du nicht wiederholen kannst. Ach, kann ich. Ruf der Gejagten! Das So. EP. Jetzt hast du deine maximale Verteidigung noch gemacht. EP habe ich gemacht. EP? Nice. Gut, dass ich es gezogen habe. Ritter des Roten Lotus. Lotus des Roten Ritters? Ja, ich wähle zwei Karten aus meinem Friedhof, die hast ich verbanne. Hast du genau drei? Nee, das ist zwei. Und darf ihn spezial beschwören. Das stimmt. Und ich hatte drei. Und dann kommt sein Effekt. Ich darf mir ein normales Monster vom Friedhof spezial beschwören.
ein Spielfeld. Das ist halt richtig unfair. Und da alles nur eine Spezialbeschwörung war, kann ich noch ein normales Mal zum Setzen. Ich dead, glaube ich sogar. Köpfelsten. Das Problem ist, wie gesagt, mit dem, was du da hast, erkennt man den Sinn von Decks auch nicht. Das ist das Problem. Weil das, was du da spielst, ist halt nur Monster und dann spielst du eine Karte, damit du noch mehr Monster ziehst. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Es ist halt dumm. Also dein Deck ist halt wirklich das Schlechteste, glaube ich, in ganz Yu-Gi-Oh!, wenn man da mit einem vernünftigen Effekt-Deck gegenspielt. Das halt, da kannst du alles von verhindern. Bloß das Ding ist, ich, wie gesagt, keinen Zugang zu den guten Karten bisher, glaube ich, daran wird's. Weil ich kann nicht ziehen. Ich kann nicht suchen, ich kann nicht ziehen. Ich muss jedes Mal, wenn ich mir die Teile hole, kann ich, habe ich aber keine Karte, womit ich halt Exodia holen kann, weißt du? Das ist das Problem. Ja. Und danach suche ich jetzt danach suche ich jetzt nochmal. Ja, ich denke schon, dass es die Karten allgemein schon gibt, aber ich denke einfach nur bloß, dass du sie erst später kriegen wirst. Vielleicht bei, keine Ahnung, frag mich, schieß mich tot so. Nee. Ja, warte, ich guck gerade, wo ich die erstmal. Müsste ja dann eigentlich bei einem Effektmonster dabei sein. Ja. So. Alle können irgendwie searchen, aber alle können nur für Wasser oder sonst was searchen, das ist das Problem. Papier, der kann nur für Feuerzeug. Weil der hier, der fällt nicht unter die 1500er, der ist Finsternis, den kriegst du schnell so für Rufen. Aber für das, dass es normal Monster sind, 800. Es ist halt einfach nur vollgepackt mit allen höchsten 1700er bis 2300er, die du einfach so legen kannst mit einem Tribut. Damit bist du vollgeschissen, mehr nicht. Ja. Dieses Deck ist halt übel dumm. Wie gesagt, du brauchst eigentlich nur 3 Spiegelkraft mitnehmen. Habe ich aber nicht. Kann ich wohl bisher noch nicht haben. Muss man, glaube ich, von Duellen kriegen. Dann kann man, was weiß ich, du musst eigentlich nur ein Zerstörerdeck dagegen nehmen und schon ist das Ding hin so. Ja, wie schon gesagt, ich habe aber auch jetzt keine Ja, warte mal. Ich spiele mal ein anderes Deck, okay? Ein vorgefertigtes. Lass uns mal ein vorgefertigtes ich Deck geben. Ich will doch nicht mehr. Ich will mal gucken, wie sehr das im Vergleich ist. Ist doch Exodia, Spiecher ist nicht mehr. Ja, schon, aber ich habe schon dieses Deck jetzt 3-mal gespielt. Nimm mal jetzt irgendeins, was dir Spaß gemacht hat. Von mir ja, gar keins. Ich will nur testen, das ist ein fertiges. Ich will nur mal gucken. Weißt du, würde ich eins dieser Dings nehmen können? Kann ich die von den Duellanten nutzen oder so? Nee, ich auch nicht. Dürfen wir alle nicht. Ja, das ist illegal. Ja, trotzdem, mal eine Runde und dann kannst du deine Scheiße da weitermachen. Ich will nur das Deck noch einmal testen, das kenne ich nicht. Ja, dann... Go. Ich habe jetzt wieder dieses anfangs benutzerdefinierte Scheiß genommen. Sieh's? Nein, einfach das allererste, das heißt anfangs definiertes. Dann gibt es dieses anfängerfreundliche und dann gibt es Xyz Standard. Ja, also es gibt 2 Standard und das anfängerfreundliche. Ja, keine Ahnung. Ich höre mich dann her. What the fuck? Ja. Was ist das? Das ist halt der Scheißdeck. Warte mal. Sehen wir es dann spät. Dumm, Digga, ist doch dumm. Obwohl, warte mal. Ich weiß nicht, wie dumm es ist. Mal gucken. Junge, hä? Was soll das denn schon wieder? Ja, am besten. So. Oh, Gamer-Move. Aber ich entdecke hier immer wieder neue Monster. Also ich bin... Ja. Also ich weiß, was du meinst. Und neue Karten vor allem. Ich entdecke wirklich, wenn ich das ganze Spiel... Mm-hmm. Vor allem, du hast einfach 9 Karten, ey. Ja, aber das sind ja diese schlechten, glaube ich. Ich habe die Anfang... Also ich habe auch ein Anfangsdeck, verstehe mich nicht falsch, so. Okay. Das ist jetzt nichts Besonderes, was du hier gerade siehst. Ich überlege mir gerade, was ich noch machen will. Ja, ich mache einfach den hier nach. Jo. Ja, Polit Instant. Ich dachte halt auf First Round Gaming einfach. Weil, why the fuck not? Hast du die richtigen Karten in der Hand gehabt, oder? Dafür gibt's viele richtige im Deck. Achso, ja, wow. Es ist ein fucking Burn-Deck mit dreimal Flammenkörper drin jetzt.
Ah, Flammenphoenix. Entweder ich greife dich halt jetzt an oder ich bleibe halt einfach stehen und drück die Taste. Ja, dann krieg ich pro Karte. Und kriegst ja. 1500 Damage. Ja, pro. Ja, das kann ich instant aufgeben, so. What the fuck? Wieso? Hä? Ich hab's nicht probiert, das zum ersten Mal, weil wir willst du aufgeben? Oh mein Gott, beruhig dich schon gut. Ich will doch, ich mach dich doch nicht, ich, selbst wenn, dann töte ich dich nicht. Wenn den kaputt, kriegst du eh mit der Zeit kaputt, den Scheiße. Wenn du es nicht jetzt schon kannst. Ja, ich kann's. Ach, ich kann's so machen. Und ich negiere ein bisschen meinen Damage. Das sag ich ja schon. Oh. Mit Dame kannst du ihn gucken, kannst du ihn auch direkt töten, wo ist das Problem? Hä? Du kannst ihn auch direkt aufgeben. Ich denke. Er polit halt instant. Was soll ich machen, Digga? Das ist Leben, meine Güte. So ist das Leben. Ich mach einen Chiller zu. Mach du mal was. Könnte was machen. Ich mache nichts, weil ich bin ein Guter. Denke, war das eigentlich First Zug von mir? Nee, zweiter, ne? Hat, konnte ich versehen. Nie, kein Hund. Nie, kein Hund. 100. Alter, hat einfach 100 mehr als Steinsoldat, ey. Das ist der nächste. Von Dev, ey. Jetzt Kohle in Patschi. Bist du nicht in normal. Ja, wow, Spalt. Komm rein da. Ich hab nichts anderes, deswegen spiele ich die Karte. Ich hab zuerst mal ein anderes Deck, jetzt will er mich trash talken, Digga. Jetzt will er mich trash gesagt. Ehrlich. Was ist? Ja. Was ist? 1000 ATK for free, ey, stimmt. Das, oh, erinnert, free. Das erinnert mich an Borsperrborke. Borsperrborke? Genau. Ja, das ist die, so eine gleiche Karte, ne, vom Element Wasser. Du hast ein Borsper halt, aber mit einer Borke. Ja. Klar. Hat jetzt schon 2100. Ich kann da nichts für. Man kann sogar direkt dann. Ich hab da nichts mitgemacht mit dem Deck. Was soll ich denn machen? Krieg Spalt als erstes. Das war cool. Ach, danke. Monster. Monster, was wieder 100 mehr hat. Mac. Okay. Es ist in Ordnung. Ich bin froh drüber. Aber das Ding kann direkt umgreifen. Das ist in Ordnung. Nee, nichts ist in Ordnung. Oh ja. Okay. Das ist ein Verbündeter der Gerechtigkeit und der hat das jetzt gerade nicht gern mit angesehen, ne? Angst davor, dass er kommt. Der Verbündete der Gerechtigkeit und dich holt. Klaus, was? Klaus Solas. Das ist eigentlich seine Geschichte, die will ich erfahren. Ein mächtiges Monster im Nebeltal und die ultimative Waffe, die von Kleiom Solais erschaffen wurde. Sein Überraschungsangriff aus luftiger Höhe verblüffen alle Eindringlinge. Wie eben dich, hast du das gemerkt? Wie du verblüfft warst, kurz? Nee. Du warst kurz verblüfft? Nee. Doch. Nee. Hast überkrank verblüfft. Hab's genau in deinem Gesicht gesehen. Du warst richtig verblüfft. Ja, er wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, deswegen. Nein. Ich möchte den noch nicht sehen. Werf mal lieber meine verdeckten Münzen in. Ey, nee, warum hast denn du jetzt coole Karten auf einmal? Hast du den vorhin schon? Den Scheiße? Keine Ahnung, wie schon gesagt, ich habe so das Gefühl, dass. Damit spiele ich erstmal mein Fusionstor. Um folgende Fusion zu rufen. Nee, der ist nur ein One-Shot. Ich rufe dich. Der erste Drache! Lol. Du kommst da nicht, da oben ist voll. Hm. Bist du dead?
Ja, bin ich. Aber gib mir noch einen Zug, ich will dir nur was zeigen, okay? Okay. Jetzt muss er rechnen. Das weiß ich genau. Ja, ich hab das, ich hab gewartet, weil du hast 1-4, ich würde dich instant töten. Weil ich habe eine Karte seit Beginn des Duells, okay? Sie bringt mir persönlich... Okay, jetzt hätte sie mir was gebracht, weil jetzt hätte ich den spielen können. Aber so, das Ganze ist jetzt, du denkst dir so, ganz okay, aber die Karte habe ich seit Anfang an. Das Vulkanausbruch. Hast du keinen Feuermonster gehabt? Naja, ich habe überhaupt keine Feuermonster gehabt. Ach so, deshalb. Okay. Ja, deswegen. Gaming. Kann ich höchstens deine Schildkröte töten, die du dann wieder rufen darfst. Hey. Für die Schildkröte. Ito. Du hättest jedes seine Monster Schild töten können. Nee, sein erster Drache kann ich durchkämpfen. Ich bin's! Geil gewesen, weil das Game ist so over gewesen. Ey, das ist ein Feuermonster, dank dir! Gerne. Gaming. Oh, ist ja wirklich over gewesen, egal was du gemacht hättest. Ja. Weil selbst wenn du jetzt meinen ersten Drachen... Ach nee, den kannst du nicht durch Kampf zerstören, ne? Nee. So geil. Und hinten hatte ich noch endlich frei, da musste das Monster anscheinend sein. Oh. Ist das was Gutes? Ja, ich krieg das doch. Was? Achso, easy. Jetzt kannst du mich noch töten trotzdem. Stimmt. Ich hab 50 Leben! Dein Schicksal ist wirklich unausweichlich gewesen eigentlich, ne? Ja, das ist wirklich 50. Und in der Hand hatte ich noch zwei Flügel, Feuerflügel Pegasus. Ja, dann checkst du aber in dem Fall und das reicht. Das meine ich halt. Einfach nur der Zug bei diesen vorgefertigten entscheidet nur, wer besser zieht. Und dann fixst du alles. Und ich habe irgendein Fusionsdeck, das hieß einfach Fusionsstarter-Deck und dann habe ich immer genommen. Okay. Warum spielen wir?